So, moin moin, liebe Sportfreunde. Heute SSR Renntag 9 Liga F auf dem Hockenheimring. Ich begrüße euch alle. Mein Name ist Daniel Stark. An meiner Seite heute ist der Martin Kuhn. Hallo. Herzlich willkommen zur Show. Ja, also ich bin mal gespannt, was uns heute erwartet in der Liga F. Auftakt in Hockenheim. Also ich muss zugeben, ich muss da Donnerstag auch fahren, habe noch keine einzige Runde gedreht und habe die SSR auch, muss ich leider zugeben, ein paar Tage nicht mehr verfolgt durch ein paar private Sachen. Und ja, du bist natürlich schon ein paar Runden gedreht wahrscheinlich, oder? Auf dem Hockenheim. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da Ja. schon den ein oder anderen 100 Kilometer runter. Okay. Ja, was kannst du sagen zu der Strecke? Vor allem zu den Wetterbedingungen, die auf die Fahrer herrschen und ja. Was ja absolut interessant wird, ist dann halt das Rennen hinten raus, wenn dann halt sich langsam die Pfützen bilden. Dadurch verschiebt sich halt diese Ideallinie wahnsinnig. Da werden wir wirklich mal gespannt zuschauen, wie die Zuschauer, wie die Fahrer das dann quasi managen da und das Rennen bestreiten. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viele Abflüge. Gerade Kurve 1 und Kurve 2 sind auch prägnante Punkte. Aber am Start, da könnte es Schwierigkeiten geben. Stimmt, ja. Aber ich denke, wir sind hier alle mittlerweile kampferprobt und die Jungs machen das schon verdammt gut. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. So, eine kurze Frage an den So. Chat. Es sind zwar noch nicht so viele online, aber ich hoffe, wir sind gut zu verstehen beide. Weil dann würde ich jetzt direkt das Rennen starten. Wir schauen nochmal schnell nach. Da ist alles richtig, da ist alles richtig. Da ist auch alles richtig. Hier ist auch alles eingestellt. Gut, dann würde ich sagen, ready to rumble, let's go. Ja, begrüßen möchte ich auch im Chat den Patrick Massmann, Patrick Drees, den Lone Survivor, den Sub-Zero 83 und den ME301094. Sehr gute Bild- und Tonqualität. Ja, da bin ich ja mal zufrieden. Das. Heute mein erster Stream als Streamer hier. Endlich mal eine neue Leitung hier bekommen. 400.000er ist am Start. Dann sind wir jetzt sogar schon zwei. Ich habe sie auch. Sehr gut. Ja, unser geschätzter Kommentatorkollege Stefan Pfingst hat sie auch, eine Ja, 400.000er Leitung. stimmt. Ich hatte letzte Woche ja schon das Vergnügen mit ihm. Ja, genau. Auch begrüßen möchte ich Marcel Umi, einer der sehr, sehr guten Moderatoren hier. Definitiv, ja. Glück auf an dieser Stelle, Marcel. Ja, also ich muss ehrlich gestehen, ich muss jetzt erstmal reinkommen hier in diesen Flow wieder. So. Mal Fürs schauen, Bild wer bist jetzt du ja zuerst was zuständig. hat. Stimmt. Schon wieder voll vergessen. Da sehe ich einen Lambo und einen Ferrari. Schalt uns mal die Karre an. Und dann Genau. schalten wir mal hier auf die Fahrer. Wir schauen mal, wo es hingeht. Oh, da dreht sich schon einer. Oh, Bentley? Hat da einer ein Bentley? Ja, da Tim Eichhorn und der Tim Jericho fahren auf Bentley seit dem letzten Fahrzeugwechsel. Ja, sehr nice. Ich sag ja, ich habe vieles nicht mehr mitbekommen, weil ich es lange nicht mehr verfolgt habe. Auf jeden Fall, du hast zum Beispiel letzte Woche Liga F auch verpasst. Da hat Tim Eichert aus dem Cockpit heraus den Moderator gespielt. War auch sehr Oh, interessant. geil, okay. Nice. Das Das muss war ich mir dann schon mal angucken recht noch. interessant, die Hintergrundgeräusche von Bentley zu hören, wenn er Ja, gesprochen hat. das glaube ich, ja. Ah, der Bentley natürlich sehr dominant, was das Sound angeht. Absolut. Aber hört sich mega nice an. Ja, Lukas Hand, hallo. Auch von mir, Longa. De Vazzi. Der Ja, in Liga Extreme F, Demon, Entschuldigung, der Ex ja. Mi 30 10 94 Liga F, da sind sie alle noch richtig scharf.
Wir wollen alle nach oben steigen, deswegen hier immer meistens volles Fahrerfeld. Servus Jetzt zurück, alle Lukas. draußen, bis auf Patrick Drafs. Wobei Felix definitiv die erste Zeit setzen wird. Schalt uns doch mal... Oh, wir sehen hier schon zwei Leute mit Zeitstrafen. Ah, Jürgen Weiland und Stefan Zellnert. Ich denke, die werden beide den Speedlimiter in der Box vergessen haben. Wir können da auch gerne mal drauf gucken. Zeitmessung. Ja, oh, das ist bitter. Genau. Das ist schon sehr, sehr bitter. Und das, obwohl das Rennen noch nicht Stefan begonnen Zellner hat. Stefan Zellner ebenso. Ja. Sehr bitter. Naja, so schnell kann es gehen, ne? Definitiv. So, dann würde ich sagen, schalte uns doch mal auf einen schönen Bentley. Ja, ich mache mal kurz die Cover aus. Ja, wir sehen immer noch die Zeitentabelle. Jawohl. Damit wir direkt mal schon mal zum Anfang so eine richtig schöne Tim, da ist er. Wemmerbude. Das ist Tim Wendra. Dahinter, also Timo Jericho. Ah, es ist schon extrem dominant, ne? Dieses. Ja. Diese extrem fette Front, wenn du die da im Rückspiegel siehst, oh, das ist... Also wir sind sie ja, mein Teamkollege und ich, wir sind sie ja letztes Jahr in der SSR am Anfang auch gefahren. Also mega geiles Auto, definitiv. Aber ich kam halt mit diesem Rechtslenker nicht zurecht, ein bisschen. Deswegen haben wir dann wieder getauscht. Aber vielleicht erwartet uns ja nächste Saison eine kleine Überraschung. Vielleicht nehmen wir den. Vielleicht. Schauen wir mal. Also Rechtslenker kann ich nur absolut empfehlen. Oh, 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 oh. Ich bin ihn selber auch schon in echt gefahren, ein Rechtslenker. Mhm. Es ist halt erstmal gewöhnungsbedürftig, dass man auf der anderen Seite von der Schaltkulisse sitzt. Die Schaltung ändert sich ja aber nicht. Absolut Wahnsinnsgefühl. Okay. Aber bei mir war es ein japanisches Fabrikat, was ich gefahren bin. Ja, jetzt haben wir hier den Also ich hatte das... Felix. Vergnügen noch nicht in einem Rechtslenker zu sitzen. Jens ja. Baukage hier mit einer 1.45.0, schon eine sehr gute Zeit. Nils Baukage, der Bruder, direkt nochmal eine nachgesetzt. Ja, ich bin gespannt, der hier. Nils Baukage, dann der Carsten Lauchs, wer war es noch? Tim Wondra, alle die in den letzten Rennen auch immer vorne mit dabei waren, was die hier reißen. Wobei wir hier Nils mit einem guten Fahrfehler sehen. Aber Sascha die beiden haben erstmal 1 und 2. Sollte hier auch eigentlich eine Wahnsinnszeit hinreisen. Der Porsche geht ja auf der Strecke eh recht gut und dann auch im Regen dazu. Das denke ich, wird eigentlich ein eigenes Heimspiel für ihn. Kann man nicht anders sagen. Da bin ich wirklich gespannt, was da heute hier geht. Carsten Lauchs. Also, gerade kam da nochmal ein Tipp aus dem Chat. Da habe ich jetzt auch selber gar nicht mehr drüber nachgedacht. Für alle Fahrer oder Spotter, die dabei sind, hier zu schauen, an die Fahrer mal bitte alle Licht anmachen. Ich glaube, es gibt ein, zwei Fahrer, die haben das Licht nicht an. Oder haben sie halt doch schon kaputt, man weiß es nicht. Ja, begrüßen möchte ich auch den Patrick Speedy, den Closecuff 3000. Der Patrick Kuchling, mein Lieblingszwilling. Und die Kuschelschlange natürlich. Die Kuschelschlange ist auch wieder am Start. Ja. Servus. Merlins Mama auch am Start. Herzlich willkommen. Obwohl er so nicht fährt, aber ehrenwert. Hallo. Ja, absolut stark. Tim Wondra mit einer 1.44.562. Der absolute Hammer. Im leichten Regen ist das schon eine Wahnsinnszeit. Kann man nicht anders sagen. Also ich kann jetzt nichts zu den Zeiten sagen im Regen. Deswegen muss ich da auf dein Wort vertrauen. Also ich denke, wenn wir hier so eine Zeit sehen, gerade für Liga F, ist das schon mehr als gut. Also ich denke, selbst in Liga E werden wir solche Zeiten wenig sehen.
Naja, wobei in Liga F solche Zeiten zu sehen, ich sag jetzt mal, wie gesagt, Tim Wondra, Nils und Jens Baukage, Carsten Lauchs, das sind natürlich so Favoriten, die natürlich, hier die immer solche Mega-Zeiten setzen. Richtig, können. Deswegen muss man auch eigentlich ruhig fair zugestehen, für die Liga fast too much, die zwei Fahrer, aber Wahnsinn, was die halt hier präsentieren. Kann man nicht anders sagen. So, ich muss dich mal ganz kurz allein lassen. Ich muss mal eben den Hund schlagen gehen. Kein Der bellt Problem. Hier gerade rum. Also, ich gehe natürlich nicht schlagen. Hier, ne? Lars Marke. Hatte bis jetzt nur einmal das Glück, in Liga F zu fahren, und zwar in Bathurst im allerersten Rennen. Musste dann privat leider viele, viele Rennen aussetzen. Heute endlich mal wieder hier am Start. Sehr schön wiederzusehen. Mal schauen, wie es er heute halt auf dem Audi hier zeigt. Bisher ist er nur auf dem Ferrari gefahren, das erste Rennen. Mal schauen, was er heute hier im Rennen zeigen kann. Auch hier Jens Baukage. Sehr gut, 1:45.01. Ja, liebe Zuschauer, was sagt ihr? Wer wird heute im Rennen vorn dabei sein? Wer wird als erster, zweiter, dritter ins Ziel kommen? Sagt uns mal eure Vorschläge dazu. So, ich bin auch wieder da. Oh, hier Carsten Lauchs, auch einer der wenigen, die das Licht noch nicht gefunden haben. Da vielleicht auch nochmal einen kleinen Tipp an den Spotter, dass der Carsten den Lichtschalter findet am Ferrari. Und zu der Frage Patrick Huchling, die Strafe von Stefan kam, weil er den Speedlimiter vergessen hat. Er hat einen Platz zurückversetzt, genauso wie Ellerböck. Nee, der hat Tim, stopp. Tim Ellerböck hat ihn jetzt gerade erst bekommen. Es war Jürgen Weiland und Stefan Zöllner am Anfang. Und jetzt guck mal bitte richtig, ganz kurz in die Liste. Genau. Oh, der hat sogar zwei Startplätze. Ja, lecker, funny. Was ist da los? Das ist natürlich verdammt ärgerlich für den Fahrer, weil. Boah. Also, das ist wirklich sehr bitter. Marcel Kiefer. Marcel Kiefer habe ich persönlich auch noch nicht in Action gesehen. Also, ich finde das Team AGP. Gerade seitdem sie auf Audi unterwegs sind, der absolute Wahnsinn. Auch bei uns in Liga E, Patrick Massmann und seine Kollegen, mega Performance hingelegt im letzten Rennen. Da muss man schon mal Chapeau sagen. So, hier kommen die ersten Platzierungswetten ein. Und zwar haben wir hier Kuschelschlange, Tim Wondra auf 1, Tim Eichhorn auf 2 und Tim Jericho auf 3, also dreifach T. Auch die Kombination von Lukas finde ich sehr interessant. Wondra, Nürburg und Lauchs sehe ich fast genauso, muss ich Lukas wirklich nahtlos zugestehen. Auch hier Claudio Di Santo und sein Bruder Mario Di Santo, jetzt im AMG unterwegs seit letzten Rennen. Nein, seit vorletzten Rennen, seit Laguna. Sorry. Aber haben, denke ich, immer noch leichte Schwierigkeiten, sich hier in der Liga so ein bisschen einen Platz zu finden. Haben immer noch wahnsinnig Probleme, was Setups und fahrerisches Können angeht. Aber ich denke, spätestens wenn sie nächste Saison wieder mitfahren, wird sich das dann auch nach und nach geben. Jetzt haben sie erstmal den Fuß drin, erste Erfahrungen gesammelt. Patrick Drafs heute enttäuschend langsam, muss man wirklich sagen. Er war bis jetzt eigentlich immer recht stark dabei. Ja, war am Anfang immer relativ stark, aber hat dann im Laufe des Rennens manchmal viele Fehler gemacht. Absolut. Jetzt schauen wir jetzt mal sieht hier. Man auch schon ab und zu. Jetzt hat man gerade hinten, glaube ich, den Marcel Kiefer gesehen, wie er sich weggedreht hat. Die Wasserlagen bilden sich langsam, werden auch. Patrick Drafs genauso. Ja, das wurde jetzt die letzten Minuten recht ekelhaft zu fahren sein. Hier Tim Eichhorn
in seinem gelben Postauto, Bentley. Oh, wow. Ja, hier sieht man wirklich bei allen langsam Traktionsprobleme. Ja, die Fahrer haben wirklich mit dem Wetter gerade sehr zu kämpfen. Und das ist noch leichter Regen. Richtig. Deswegen habe ich ja schon gesagt, ich bin wirklich gespannt, was dann im Rennen passiert. Gerade zum Schluss beim normalen Regen, wenn sich die Wasserlagen bilden, dort verändert sich die Ideallinie fast komplett ausschließlich auf der Strecke. Also da ist keine Kurve anzufahren wie die andere. Vorher im trockenen Zustand oder fast trockenen Zustand. Das wird wirklich sehr interessant. Rennoper natürlich auch sehr geil. Erhebt euch von euren Plätzen. Seine Nixtuigkeit, Rennoper der Erste, betritt die Zuschauerbühne. Sehr gut. Jetzt musst du mich aber mal aufklären. Hallo, 16 Fahrer im Feld. Da hat die PSX noch nicht zugeschlagen. Hä? PSX. Tja, livesucks.de, mehr wie 16 Fahrer lässt das Spiel leider aktuell nicht zu. Mit PSX meint er wahrscheinlich PS4, oder? Nein, ich denke, er wird eher auf die PS5 anspielen, die halt auf ähnliche Formate wie jetzt im PC auf iRacing hinauslaufen wird und dementsprechend auch mehr Fahrer im Feld und mehr Möglichkeiten im Spiel möglich werden. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was dann kommt. Also man munkelt ja, dass auf der PlayStation Event im November 2019 die PlayStation 5 vorgestellt werden soll. Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Die aber nicht die PlayStation 4 neu ablösen soll, angeblich. Nur so ein wie die PlayStation 4 Pro, so ein On-Top-Ding. Nochmal ein Upgrade. Genau. Ja, genau. Aber ganz ehrlich, wenn das so sein sollte, würde ich mir die wahrscheinlich nicht kaufen. Sehe ich aber gar nicht ein. Nee, definitiv nicht. Ich meine, wenn es eine neue Plattform ist, ja, kann man überlegen, aber. Also ich bin auch ehrlich, da haben wir uns auch im Vorfeld, bevor der Stream gestartet hat, drüber unterhalten. Wenn ich Geld hätte für einen richtigen, schönen Computer, würde ich mir den auch holen und dann würde ich, glaube ich, auch auf dem Computer spielen. Ja, Merlins Mama, von den Wölfen ist heute keiner am Start. Also wir fahren keine Wölfe. Das beginnt erst ab Liga E meines Wissens nach. Tim Eichhorn stellt den Bentley. Tja, gute Frage, was da passiert ist. Sprit alle vor der Box oder? Ich höre ihn auf jeden Fall auch nicht mehr. Scheint aus zu sein. Naja, der Motor ist aus. Oder er bringt gerade ein Paket weg, man weiß es nicht. Timo Jericho hier auch mal auf einer Runde. Aber ich denke, er wird sich an den Zeiten nicht mehr so viel ändern. Dadurch, dass die Strecke mittlerweile wirklich schwierig zu fahren ist. Also Extreme Demon VR, muss ich wirklich gestehen, interessiert mich eigentlich eher weniger. Ja, SD85, es wird tatsächlich wirklich hauptsächlich mit dem Lenkrad gefahren, aber es gibt sehr, sehr viele Fahrer bis Liga B hoch in der SSR, die auch noch mit dem Controller fahren und stellenweise wirklich schneller fahren wie die Kollegen mit dem Lenkrad. Ja, das stimmt, ja. Oh, kaputt. Ja, jetzt bin ich echt mal gespannt. Also auf Platz 1 sehen wir, wen sehen wir da? Tim Eichhorn? Tim. Nein, das dürfte Tim Wondra sein. Tim Wondra. 1,44,5 hat keiner unterboten. Nils Barkhage ganz stark direkt dahinter mit 2 Zehntel Abstand. Danach der Bruder Jens Barkhage. Dann schon Sascha Nürburg. Oh. Auch von Lukas schon relativ weit vorn gesehen am Ende des Rennens. Dann Carsten Laux auf Platz 5. Absolut stark von den Jungs. Ja, auch Esti. Ich find's echt klasse, dass du seit kurzem unseren Stream hier verfolgst. Freuen uns natürlich auch, wenn du regelmäßig reinschaust und wenn du selber Bock hast, mal hier mitzufahren, weil du noch kein Lenkrad hast oder so, du Angst hast, brauchst du nicht.
stell einfach mal eine Anfrage, geh auf die Seite simsportracing.com, lies dich da mal ein und ja, es gibt auch noch bestimmt Teams, die Fahrer suchen. Genau, da haben wir ein Forum drin auf der Seite. Da ist erstmal auch die ganze SSR erklärt. Du hast im Prinzip ein Forum, wo es um alle möglichen Geschichten geht. Da hast du auch ein großes Forum für oder ein extra Chat für Fahrersuchteam. Da kannst du dich halt näher bringen. Oder du schreibst halt einfach mal diesen Fahrern, die du hier einfach fahren siehst, eine Freundschaftsanfrage im PlayStation Network und ihr kommt einfach mal an der Party ins Gespräch und du fährst einfach mal mit den Jungs mal im Training mal mit. Vielleicht rutscht du auch so in die ganze SSR-Geschichte. Definitiv. Also du brauchst dich da nicht irgendwie vor scheuen, jemanden anzuschreiben. Die sind alle sehr umgänglich, sehr lieb, sehr korrekt und einfach machen. Absolut. Also hier beißt keiner. Die SSR ist wirklich eine große Familie und da unterstützt eigentlich jeder jeden. Vor allem gerade Neulinge, die halt reinkommen, erstmal noch ein bisschen Respekt vor der ganzen Geschichte haben. Die kann ich beruhigen. Wir selber fahren jetzt auch erst unsere erste Saison hier. Und wir sind wirklich mit offenen Armen, egal wo, empfangen worden. Ich kann es nur jedem empfehlen, wer wirklich wahnsinnig geniales Racing auf der PlayStation 4 erfahren möchte. Ist hier genau richtig. Definitiv. Und zur nächsten Saison könntest du theoretisch auch dein eigenes Team bilden und halt in Liga F starten. Ja, blättern wir doch mal das Startgrid durch. Tim Wondra auf Platz 1, Nils Berghager auf 2, Jens Berghager auf 3, Sascha Nürburg auf der 4, Carsten Laux auf der 5, Felix Schmidt auf der 6. Absolut stark hier, der AGP-Fahrer. Der hat sich im Audi jetzt wirklich echt extrem gut gemacht. Timo Ellerbeck im Porsche auf der 7, Jürgen Weiland auf der 8, Marcel Kiefer, der zweite AGP-Fahrer, auf der 9, Tim Eichhorn auf der 10 und jetzt schauen wir mal weiter runter. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss noch ein Quali-Foto machen. Warte schnell. Ha, ich habe glatt vergessen. So. Dann haben wir jetzt 11, dann würde ich jetzt sagen, die 3 Minuten sind rum und wir machen weiter. So, jetzt haben wir nochmal die Fahrer 2 Minuten Zeit, ihr Setup einzustellen, Boxenstrategie einzustellen und dann hoffe ich, dass wir schnell loslegen können. So, nochmal hier zum, wo war es denn jetzt? Zum Extreme Dämon. Ich weiß nicht, hast du das schon gerade vorgelesen? Weiß ich gerade nicht. Er fragt nämlich gerade, warum wir keine Ligen auf dem PC haben. Er hat irgendwie rausgehört, dass hier schon einige Fahrer auf dem PC zocken. Und ja, das Problem ist, oder das Problem ist einfach, ja, wie soll ich das jetzt erklären? SSR ist ja, glaube ich, aus der PlayStation 4 oder generell auf der PlayStation entstanden. Und viele haben vielleicht auch keinen Computer und dem Stream wird dann natürlich auch ein Problem und ja. Ja, und es ist ja auch ein wirklicher Kostenfaktor, muss man ja klar sagen. Ich meine, iRacing ist ein sehr teures Hobby, weil hier zum Beispiel bei Project Cars kriegst du eigentlich die Strecken, die in der SSR gefahren werden, kostenlos im Spiel gestellt, indem du das Spiel auf der PlayStation kaufst. Du brauchst an sich kein Equipment, weil Controller hat jeder automatisch zur PlayStation dazu, das Lenkrad ist kein Muss. Und gerade bei iRacing sind halt schon viele Add-ons, die man zukaufen muss. Selbst als Zuschauer muss man ein Abo bei iRacing haben, dass man einfach nur zuschauen kann. Das kann man sich hier alles bei Project Cars sparen. Das muss man halt dann immer ins Gewicht setzen, ob man dafür bereit ist, Geld dann halt auszugeben. So, dann machst du die Karte noch schnell an, guckst, dass natürlich. Du vielleicht auf dass wir vielleicht alle drauf gehen. Auf Platz 9. Oh, gab's denn schon? In die Verfolger. Wir haben da einige geschlafen, das Feld ganz schön unterbrochen zwischendrin. Oh, da gab's. Oh.
Da, ja. Berührungen. Schauen wir mal weiter vor. Oh. Team Jericho können wir hier schon sehr profitieren. Oh, das war, glaube ich, der Jürgen Weiland. Das war Sascha Nürburg. Oh, Entschuldigung, stimmt. Der rutscht gerade im Feld nach hinten. Eieiei, böser Einschlag von ihm. Ja, Tim Wontra wahnsinnig gut weggekommen. Die zwei Barkhager-Brüder hinterher. Carsten Laubs, alle schon ganz schön Traktionsprobleme hier beim Anbremsen. Ja. Aber die zwei Bentleys hier schon wahnsinnig nach vorn gerutscht. Auch Lars Nager hier von Platz 16 auf Platz 10 schon vorgerutscht. Stefan Zöllner, der Teamkollege, hier gerade vorbeigegangen. Okay, Kuschelschlange sagt gerade, bei iRacing gibt es nicht mal Regen und Bentley GT3 gibt es auch nicht, okay. Ja, dieses kleine Feld hier gefällt mir eigentlich gerade aktuell am besten hier. Alle wahnsinnig nah beieinander. Carsten Laux scheint hier auch Probleme zu haben, denn ein kleiner Stau hin. Oh, da hinten hat sich gerade Tim schon weggedreht und Bentley. So, Timo Jericho jetzt von Felix Schmidt attackiert, dachte ich, aber. Ne, der hat sich da weggedreht. Der hat sich da weggedreht. Mhm. Timo Jericho weiterhin dran am Carsten Lauchs. Der Vater Nils Balkhage. Jens Balkhage, der Bruder mit 3 Sekunden Vorsprung davor. Der wiederum aber am Tim Wondra dran. Oh, hier hinten sind jetzt Felix Schmidt, Marcel Kiefer. Alle in der Box gewesen. Ja, ist klar, nach den ganzen Einstiegen. Oh, Sascha Nürburg. Das wird was länger dauern. Für ihn sollte der Sprint dementsprechend fast gelaufen sein. Ja. Stefan Zöllner auf der 8. Konnte sich auch, hat auch profitiert von, vom Start. Ja, absolut. Da vorne geht's auch. Oh, da hat sich Timo Jericho weggedreht. Schade. Da war wirklich sehr gut am Carsten Laux dran. Ja, hinterherfahren ist nicht so einfach. Also das musste ich auch schon ein paar Mal feststellen. Da vorne der Jens Balkhage dran. Immer noch am Tim Wondra. Da lässt er auch nichts abreißen. Im Gegenteil, er fährt sogar immer schnellere Zeiten. Ja, aber die beiden können sich leicht absetzen vom Feld schon. Absolut. Mittlerweile schon 4,6 Sekunden. Die Performance der beiden ist wirklich sehr beachtlich. Also für die Laux, Teamkollege, ja auch dran. Für die beiden Teams, freue ich mich. Also ich glaube, für die geht es wirklich von Saison zu Saison immer weiter höher. Also ich glaube, die Liga, Liga E werden sie auch, glaube ich, direkt nächste Saison wieder eine höher fahren. Und dann bin ich echt mal gespannt, was sie in Liga D noch machen. Und C vielleicht auch. Also ich glaube, den beiden Teams wirklich, das geht schnell. Das gehe ich offen aus. So, hin haben wir Tim Eichhorn. Dran am Tim und Jericho. Aktuell auch die beiden, die wirklich am engsten beieinander sind. Definitiv, ja. Weiß ich jetzt, Tim Wondra wieder so Patrick Trafs Ticken absetzen kann von Jens. Der auch wahnsinnig profitiert hat. Oh. Da hinten hat sich jemand gedreht. Oh ja. Das dürfte Stefan Zöllner gewesen sein. Genau. Ja, und dieser... gleich nochmal. Das ist natürlich verdammt ärgerlich. Auch der Teamkollege, der Lars Nager, hier Probleme gehabt. Ah, ist jetzt echt ärgerlich. Jetzt muss er das ganze Feld vorbeilassen. Diese Spitzkehre ist wirklich nicht zu verachten beim Rausbeschleunigen.
Hat er überhaupt Regenreifen drauf? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, aber das Riesenproblem ist, wir hatten es auch im Ferrari das Problem beim Rausbeschleunigen aus der Spitzkehre, ein Kleinmüt zeitig auf dem Gas und man dreht sich weg. Okay. Ja, wie gesagt, der Regen hier ist nicht zu verübeln hier, das ist echt hardcore. Die Fahrer schleichen förmlich um die Kurve. Felix Schmidt dran am Claudio Di Sando. Oh, ich sehe es gerade, die Di Sando Brüder haben auch die Fahrzeuge gewechselt. Ja, die sind seit Laguna auf AMG unterwegs. Ja. Mit der Hot Wheels Lackierung. Hatten ja auch direkt Werbung gemacht damals im Startgrid, als es diesen üblen Unfall gab, nachdem fünf Autos versucht haben, nebeneinander auf der Strecke zu fahren. So, ich glaube, das gibt jetzt eine Cut-Strafe für den Felix. Sascha Nürburgring hier sehr, sehr, sehr ärgerlich, weit abgeschlagen hinten dran. Ich denke, der wird erst im nächsten Sprint zeigen, was er wirklich kann. Felix Schmidt hier, wahnsinnig eng dran. Die Frage ist, kann er jetzt beim Rausbeschleunigen vielleicht schon den Claudio wegkassieren? Nee. Nein, kommen beide gut raus. Das Problem ist, glaube ich, dass die Fahrer vor der Spitzkehre etwas zu spät bremsen. Das habe ich jetzt, glaube ich, irgendwie immer gesehen. Wenn die alle einen Ticken früher bremsen würden, ja, würden sie auch besser um die Kurve kommen. Richtig, genauso würden sie halt das Auto nicht so überbremsen, sodass das halt beim Rausbeschleunigen schon über die Vorderräder anfängt mit Rutschen, was dann meistens dann zum Ausbrechen vom Heck führt. Ja. Oh, 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 ei, 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 oh, oh. Beide hier übelst verbremst in der Einfahrt hier ins Molodrom. Jetzt kann Jürgen Weiland etwas profitieren. Jetzt kann man nämlich wieder gut ran. Absolut. Na, Claudio Di Sando hat das Fahrzeug besser abfangen können als Felix. Ja, man sieht ja eindeutig, dass die Fahrer wirklich wahnsinnige Probleme haben beim Anbremsen in den Kurven bzw. beim Rausbeschleunigen. Oh, Jürgen Weiland scheint sich wieder weggedreht zu haben, aber hinten taucht er wieder auf. Sehr, sehr ärgerlich. Aber der von Zöllner kann eventuell davon profitieren. Er ist nun nahe dran. Wenn er nicht wieder zu hart aufs Gas tritt. Oh. Richtig. Das war, glaube ich, eine Fitze. Die erste Kurve, das ist immer so eine ganz eklige Kurve nach Fitze nach Start und Ziel. Absolut. Aber auch hier beim Rausbeschleunigen wahnsinnig Probleme. Links und rechts überall mit Pfützen. Da muss man ruhig genau sein, die Linie dazwischen durchfinden. Und so, natürlich dann hier auf die Gerade dann den Speed mitnehmen. Platz 10 und 11. Ah, nee, ich glaube, das ist. Ja, Felix Schmidt ist immer noch dran am Claudio Di Sando hier. Der hat noch nicht aufgegeben. Vorn auch. Oh, Timo Jericho. Ich wollte gerade sagen, er wieder dran. Sehr ärgerlich für ihn. Jetzt kommt schon sein Teamkollege dahinter. Zum Jürgen. Sascha hinten mit wahnsinnigen Zeiten. 1,48,5 schneller aktuell als Tim Wontra vorn. Stimmt, also das ja. Ist schon Wahnsinns-Performance. Und das bei den Wetterverhältnissen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Spotter eventuell weitergegeben haben, dass sie etwas früher bremsen sollen. Oh, da die. Da. Oh, ja. Ja.
Da hat Stefan wieder erwischt. Ärgerlich. Hat man gehört. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, ich sag ja, diese Pfütze deiner ersten Kurve, das ist nicht lecker. Da hat Jürgen wieder etwas spät gebremst. Ja, das sieht man beim Reißbeschleunigen, diese Wasserrillen und Pfützen, die sich dort aufsammeln, die sind absolut nicht zu unterschätzen. Felix Schmidt ist extrem nah dran. Ja, wobei Felix da ein bisschen besser die Kurve genommen hat. Claudio De Santo musste die etwas weiter gehen als Felix, aber er kam nicht richtig raus beim Beschleunigen. Absolut, jetzt kann Felix einfach nur sich absolut breit machen und sich immer wieder zeigen, beim Claudio Druck aufbauen und versuchen, ihn in den Fehler zu treiben. Ich denke, das ist das Sinnvollste hier bei diesem Regen. Ein normales Überholmanöver ist eh fast nur in den Kurven möglich. Von daher dranbleiben und warten. Ja, das macht er hier eindeutig auch größte hier schon. Aber auch hier vorn Mario De Santo und Timo Jericho. Kann auch vorbeigehen. V8 gegen V8. Allerdings der Bentley klarer Soundsieger. Absolut. Dieser 5 Liter Biturbo, das ist schon brachial. Definitiv. Auch die Achslast ist beim Bentley deutlich besser gesteuert als beim AMG. Ja. Der den deutlich kürzeren Radstand besitzt und damit wirklich schwerer zu handeln ist. So, begrüßen möchte ich auch Kai Reif, der gerade dazugeschaltet hat. Ich glaube, Kloßkopf hast du vorhin schon begrüßt. Wen haben wir denn noch? Peter ist da. Den habe ich noch nicht begrüßt. Hallo Peter. Ah ja, stimmt, Peter. Hello. Sascha hier jetzt dran, ein Teamkollegen. Mal schauen, ob er ihn vorbeilässt. Also für die, die neu hierbei dabei sind, Sascha Nürburg, das Auto sieht zwar etwas verbeult aus, ist aber repariert. Das ist so ein blöder Bug. Wenn wir nicht auf ihm drauf sind, wenn er die Boxen in die Boxengasse einfährt, dann sehen wir es leider nicht, wie das Auto repariert wird. Oh. Aber sehr interessant zu sehen, dass Sascha Nürburg hinten weiterhin fast die identischen Zeiten von Tim Bontrauf vorne an der Spitze fährt. Ja. Hat jetzt auch seinen Teamkollegen überholt, weil dieser leider einen Fehler hatte. Bugs in diesem Spiel. Nein, das Spiel ist 1A, top in Ordnung, also gar keine Bugs, keine Fehler. Mario De Santo hier immer noch nie aufgegeben. Aber Tim Montrager hat jetzt mittlerweile schon fast 9 Sekunden Vorsprung von Nils Baukauer. Das ist natürlich schon ja. Wahnsinn, wie der sich absetzt. Carsten Laux kommt im Gegenzug immer näher. Also die zwei pushen jetzt richtig schnell Ferraris. Das war knapp. Die beiden machen das ja absolut spitzenmäßig. Jetzt bin ich mal gespannt beim Anbremsen. Ja. Ja, der Bentley sehr schwergängig. Oh, da wollte Mario, glaube ich, zu viel. Ja. Wollte er schnell rausbeschleunigen. Und hat es dann hinten Marcel Kiefer schon in Bedrängnis durch den Sascha Nürburg und der Sascha Nürburg geht auf der Geraden. Na, schafft das? Ja, eindeutig. Ja, das denke ich. Jetzt bin ich echt beim Rausbeschleunigen gespannt. Mhm. Sascha ist ein wahnsinnig guter Regenfahrer, muss man wirklich so sagen. Also auch was er auf der Nordschleife da gerissen hat. Absoluten Respekt davor. Ja, das habe ich gesehen, ja, stimmt. Da hoffen wir heute wirklich mal drauf, dass er kein Disconnect erleidet. Ja, die Disconnects in diesem Spiel sind manchmal echt nervig. Haben wir schon ein paar Fahrer gesehen. Extrem
eine extreme Zusammenkettung von verschiedenen Geschichten, soweit wie ich gehört habe. Ja. Hatte er das Lenkrad erst falsch kalibriert, dann hat er aus Versehen beim Kontrollieren, ob der Stecker drin ist, den Stecker rausgezogen und gleichzeitig die CD ausgeworfen. Ja. Also er hat sich quasi selbst komplett eliminiert. Stimmt. Das war das Rennen, glaube ich, was ich sogar kommentiert habe. Ja, das war sehr lustig. Also für uns sehr lustig, nach der Geschichte, die wir gehört haben. Für ihn natürlich sehr bitter. Jürgen Weiland, denke ich, könnte hier auch deutlich mehr bringen. Hier geht ja aber weit. Ja, ich glaube, er denkt, er fährt im Trocknen. Da kann man die Kurve zwar voll nehmen mit manchen Fahrzeugen, aber nicht im Regen. Die Porsche, wenn die laufen, machen hier schon ganz schön Druck, aber das Problem ist, denke ich, wenn wirklich die Konstanz ist, sagen Sascha kann das extrem gut umsetzen, aber Jürgen hat da, denke ich, noch so seine Probleme mit. Ich schalte mal vor auf die zwei Teams, Timo Jericho hier am Teamkollegen dran, wenn ich das richtig sehe. Ja, Timo Jericho konnte jetzt auch wieder gut aufholen, weil er hatte vorhin einen Fehler gehabt, war, glaube ich, 5 Sekunden von Tim Eichhorn weg. Aber dahinter wartet schon Mario Di Santo. Auch hier Motortrumpf vor der Kurve, eine wahnsinnig ekelhafte Kurve mit vielen Pfützen. Da muss man wirklich sehr aufpassen, gerade Richtung Ende des Sprints. Sub-Zero hat geschrieben, Sascha spielt ab sofort auch ohne CD weiter. Der hat sich bestimmt jetzt extra runtergeladen. Gekauft im Store, ja, damit er ohne CD spielen kann. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und hat sich wahrscheinlich auch noch WLAN-Stecker gekauft oder so. Oder Bluetooth-Stecker. Haha. Die drei hier von Sascha, immer noch am Felix dran. Da scheint irgendwo mal ein Fehler zwischendrin gewesen zu sein. Ja, ansonsten ist eigentlich nicht so viel Knappes dabei. Wie gesagt, Tim fährt ja seine konstanten Runden immer unter 1,50. Setzt sich ja deutlich von seinem Kontrahenten hier auf Platz 2 ab, der fast 4 Sekunden, 3 Sekunden langsamer fährt. Letzte Runde ist schon beeindruckend. Ja, auch letzte Runde. Das ist Sascha wieder die schnellste Runde gefahren. Hat eine 1,48,480. Naja, Sascha prescht ja durch, das ist wirklich phänomenal. Ich glaube, der will mindestens hier noch ein paar Punkte mitnehmen. Der will, glaube ich, auf den 10. fahren. Ja, sehe ich auch so. Was, denke ich, auch bei seiner jetzigen Performance locker machbar ist. Ich meine, er hat jetzt 6 Sekunden Rückstand zu Platz 9, von daher. Ja, stimmt. Wir haben noch 16 Minuten jetzt zu fahren. Machbar ist es definitiv noch, in die Punkte zu kommen. Auch jetzt hier hinter, schau mal, oder? Nee. Timo Ellerbeck hier dran am Carsten Laux. Stimmt, genau, ja. Ja, Carsten hat in den letzten Rennen jetzt schon immer mal wieder Nerven gezeigt, Probleme gehabt, immer wieder Kollisionen mit anderen Fahrern. Und bremst er sich vorbei? Oh, da muss der Carsten Laux aufpassen. Geht dann weit, drückt Carsten Laux raus. Aber immer jetzt. Noch. Jetzt hat er ihn aber wieder vorbeigelassen. Oder kam er nicht so gut raus? Ich glaube, er hat ihn vorbeigelassen. Das rauskommen eben. Oh, je, hier muss er. Ah, da gibt's schon die Lichthupe. Sascha hier am nächsten dran.
Diesmal ist Und es Claudio Claudio Di Di Santo, Santo. das ist der 10-Platzierte. Richtig. Ich würde sagen, das dauert nicht lange. Ich würde sogar fast behaupten, vor Start und Ziel hat er ihn schon. Ja, er wird sich den Claudio definitiv zurechtlegen. Ich meine, er fährt jetzt aktuell immer noch eine Sekunde schneller, anderthalb Sekunde fast. Das ist schon. Und der Sascha, der hat schon echt Feuer im Arsch. Das kann man nicht anders sagen. Das sieht man immer wieder, gerade in solchen Extremsituationen, bei solchem Wetter. Er fährt als wäre blendender Sonnenschein, absolut beeindruckend. Ja, absolut. Und er hat vor allen Dingen halt auch Biss. Das muss man auch klar sehen. Ich meine, er hat ja sich selber damals das persönliche Ziel gesteckt, auf der normalen Nordschleife unter 6 Minuten zu kommen. Er ist dafür anderthalb Jahre jeden Tag gefahren, bis er die Zeit geschafft hatte. Nicht schlecht. Und er hat es geschafft. Also der Mann, der hat schon echt Biss. Ah, da kam jetzt aber leider etwas weit raus. Jetzt hoffe ich nicht, dass er seine Cut-Strafe da... Wobei, ich denke, dort wird er keine Cut-Strafe bekommen haben, weil im normalen Regen hast du dort keine Cut-Strafe. Ja, jetzt ist er vorbei, weil Claudio Di Santo einen ganz großen Fehler gemacht hat. Ja. So, und jetzt hat er noch 3 Sekunden knapp zum Tim Eichhorn. Wir sind gespannt, da vorne ist er schon. Wird sehr interessant. Vorne Timo Oellerbeck. Immer noch am Kostenlauf dran. Also nochmal zurückzukommen zum Sascha, wenn er so weiterfährt. In 12 Minuten, also knappe 13 Minuten haben wir noch zu fahren. Dann schafft er es eventuell sogar noch auf 8. 9, 8, ja. Wenn er so weiterfährt. 7 vielleicht auch wenn, noch. Wenn die anderen ein paar Fehler vielleicht sogar noch einbauen, dann definitiv bis davor. Tim Wondra wieder 2 Sekunden schneller gewesen. Absolut spektakulär, was er mit welcher Performance er hier fährt. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Absolut. Macht kaum einen Fehler, hat natürlich auch und Zeit, weil er weiß, dass hinter ihm... steht wieder ein Audi von T-Doc. Ja, ich glaube, das war wieder Stefan Zöllner. Stefan Zöllner gewesen sein, ja. Lars Nagel, der Teamkollege, auch mit schweren Problemen hier. Bei ihm war das Problem, er hatte jetzt 7 Stunden Vorbereitungszeit aus der Kalten, da Patrick Kuchling einen Arbeitsunfall hatte und seine Hand im Gips ist und er quasi gerade nicht fahren kann. Ah, okay, dann gute Besserung an Patrick. An den Herrn Kuchling. Sascha hier schon am Tim dran. Also 13 Minuten Podium, never. Auf gar keinen Fall. Nee, das auf vor allem Fall. Nicht, also da, weil das, Tim Wondra da vorne fährt. Ja, erstens das und auch der Abstand ist zu groß. Ich meine, man hat fast eine Minute Rückstand, die holt man nicht in dieser kurzen Zeit auf, das ist völlig klar. Aber er hat trotzdem noch dieses Zeitfenster, also jetzt aktuell 55 Sekunden hinter dem Führenden. Ich denke, bis auf Platz 6 im besten Fall schafft er es noch, aber dann muss er schon. Jetzt hat er, glaube ich, Platz 9. Ja. Ja. Das hat er zum Beispiel wieder schlau gemacht. Das ist das, was ich meinte. Ein Ticken früher bremsen, damit du gut durch die Kurve kommst und dann kannst du auch viel, viel besser rausbeschleunigen. Absolut, absolut. Ich möchte schnell den Florian Kleiner begrüßen. Der hat gerade zugeschaltet. Au, au, ah! Ja, das ist jetzt natürlich bitter. Jetzt hat natürlich Sascha Nürburg wieder einen kleinen Schaden am Fahrzeug. Denke ich mal. Ja, Florian Kleiner. Herzlich willkommen in unserer Runde. Ach, Kai Hubi ist auch am Start. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Kai. Stimmt, unser Hubi Nardo ist da. Herzlich willkommen. Ihr beide könnt euch ja gegenseitig verstehen. Das ist die beiden Ossis. Fährst du quer, siehst du mehr, ja. Felix Schmidt dran an Tim Eichhorn.
vom Auto Nils Barkhorst auf seinen Bruder extrem oft geholt und jetzt dran. Ja, da hat der Hubinader recht. So, was hältst du denn mal davon, wenn wir eine Runde im Bentley mal mitfahren? Im Cockpit? Vom. Ist mir egal, von wo. Vom ist mir egal. Okay, dann gucken wir uns mal eine Runde Rechtslinge an. Kein Thema. Ja, hier sieht man schön die Wasserlagen, wie sie sich langsam überall bilden. Oh, das muss ich gleich auf jeden Fall noch einstellen. Bisschen weiter rauszoomen. Aus der Cockpit-Kamera. Das stimmt, das geht noch einiges weiter. Also ich fahre im Bentley zum Beispiel, wir sind jetzt auch schon in der Testphase und haben mal Modelle probiert, da habe ich wohl schon ein Spiel gesehen. Oh, ein böser Feuer. So, jetzt kommen wir hier in den ersten Knick, hier eine ganz ekelhafte Pfütze, genau am Körb, da muss man wirklich extrem aufpassen. Um weiter raus zu zoomen, muss ich da die Zahl bei der Kameraperspektive erhöhen oder niedriger machen? Erhöhen. Erhöhen, okay. Das mache ich dann gleich mal, ich glaube die steht auf 70 oder so, glaube ich. Ich glaube ich fahre bei 175 im Ferrari. Okay, ich mach gleich mal auf 100. Ja, Sascha ist ja immer noch absolut wahnsinnig schnell. Zurzeit 2 Sekunden schneller wie der Führende. Ja, und ist auch nur noch absolut spektakulär. 1,3 Sekunden hinter Timo. Ja, es wird nicht mal lang dauern, ist er dran. Ab und zu mal im Rückspiel sieht man ihn schon leicht. Jetzt zum Beispiel. Er hat jetzt nur noch unter eine Sekunde. Er kam richtig gut aus der Spitzkehre raus. Wir springen direkt mal in beim Sascha rein. Sehen Sie mal aus der Verfolger. Ja, sorry für die Leute, die jetzt denken, oh, ist ja eine blöde Cockpit-Perspektive. Das sind meine Einstellungen, die ihr leider seht. Da ich heute das erste Mal für die SSR streame, müssen noch ein paar Einstellungen gemacht werden. Und Sascha auch wieder letzte Runde, die schnellste Runde gefahren. Alle haben eine 50er Zeit gesetzt. Wie ist auch Sascha? Absolut, der fährt wirklich gerade in seiner eigenen Liga. Der fährt hier Zeiten. Wenn man überlegt, dass der Timo davor gerade glatte 2 Minuten fährt, jetzt 1,54, der Sascha mit einer 52 dahinter, 2 Sekunden schneller die Runde. Oh, Hammer. Ja, das hört's aber. So, ich würde mal wieder. So, ich glaube. Oder? Nee, das wird. Ich dachte gerade 2 und 3 wird knapp, aber nee, das ist jetzt mal gerade etwas knapper. Der Carsten ist dran hier vorne am Nils. Ja, stimmt. Oh! Da dreht er sich weg. Wegdreht. Aber auch. Ja. Carsten Lauchs aber auch fast weggedreht. Ja, die Pfütze da am Eingang von dem Modotrom ist extrem widerlich. Absolut. Oh, hat sich da wieder jemand weggedreht? Habe ich das gerade richtig gehört, oder? Ja. Ja, habe ich richtig gehört. Baukarke weg. Und Carsten Lauchs damit in Doppelführung mit dem Tim Wondra. Das ist jetzt bitter. Kurz 5 Minuten vor dem Ende. Und vor allem mittlerweile schon 24 Sekunden Platz zu Platz 2. Also unglaublich stark. Die beiden fahren fast identische Zeiten hier, die Teamkollegen Carsten Lauchs und Tim Wondra.
Komisch, bei mir wird es gerade angezeigt. Tim hat einen Vorsprung zu Carsten. Jetzt gerade war eine Minute 54. Würde ich sagen, das ist genau vorne, das ist vorne in der Spitzkehre. Das ist ein ähnlicher Zeitback wie bei Long Beach, wo sich die Geraden so eng beieinander sind. Ah, da stehen die Zeit über. Oh Mann. Ich boykottiere Project Cars 3. Wenn sie es nicht hinkriegen. Was ich halt wirklich schade finde, das Spiel gibt es ja nur auch schon ein paar Jahre, dass halt diese ganzen Bugs nach und nach mehr ausgenutzt werden, gerade zum Beispiel wie dieses Fahrerband, was unten eigentlich was mal laufen lassen kann und so. Das ist halt wirklich extrem schade, weil an sich ist es ein mega Game und es ist halt schade, dass dann halt diese kleinen Fehler da nicht noch perfekt gemacht werden. Ah, Claudio Di Santo hier wieder mit dem Dreher. Da hinten kommt dann schon der Tim Wontra zum Überrunden. So, Sascha hat Platz 8 ist hinter Mario Di Santo und zwar genau 2,5 Sekunden. Gerade. Absolut spitzenmäßig. Sind es wieder ein bisschen noch mehr. 3 Minuten, quasi drei. Noch 2,5, vielleicht sogar 3 Runden. Ja, aber letzte Runde war nicht so gut vom Sascha. Da hat er 1,53 gefahren. Der Mario auch eine 1,53. Wobei man muss aber sehen, selbst Tim Wontra hat eine 1,53 gefahren. Also ich denke auch, die Wetterverhältnisse werden gerade extrem schwierig. Zumal das hintere Feld schon deutlich über 2 Minuten fährt. Also wir sind mit einer 1,53 hier, denke ich, oder 1,52 bei den restlichen Fahrern hier schon. Oh, da ist der Abflug und der Sascha ist vorbei auf 7. Ist das der Wahnsinn? Also Fahrer des ersten Rennens für mich definitiv Sascha bis jetzt. Absolut, absolut. Oh, Project Cars dürfte, glaube ich. Oh, wie alt ist Project Cars? 1,5? Fast 2, oder? Project Cars 2? Ich würde fast behaupten, wenn ja. Ich würde da schnell googeln, aber. Ich schaue auf Stream auf dem Handy. Kleinen Moment, ich prüfe. So, jetzt haben wir noch 2 Minuten und 10 Sekunden auf der Uhr. Am 22. September 2017 ist es rausgekommen. Ja, genau, siehst du, also. Anderthalb. Nee, ein Jahr und. Zwei Monate. Ja, ein Jahr, zwei Monate. So, ich würde sagen, wir schalten mal auf den Tim Wondra. Ja, absolut. Der ist nämlich gerade über Start und Ziel gefahren. So, das wird ein Start-Zielsieg. Wir schauen ja mal in die Cockpit-Perspektive. So, kurzen Frage an den Livestream, die auch schon eventuell für die SSR gestreamt hat. Cockpit-Perspektive, welche Nummer oder welche Zahl soll ich da nehmen? Welche Einstellung? So, die letzten Meter vom ersten Rennen. Dann folgt das zweite Sprintrennen. Da gehen wir natürlich gleich raus und machen eine neue Lobby. Da musst du alle nochmal neu einladen. Ja. Und Patrick Kuchening sagt gerade: zweiter Start, bitte TV-Übertragung. Hatten wir doch, glaube ich, gerade auch, oder? Wir können auch gerne nochmal TV-Kamera machen. Nee, er meinte fürs zweite Rennen der Anfang, der Start. Ah, okay. Gern. Dann machen wir den Start. Also ich weiß nicht, wie du es gerade hattest, deswegen. Na, wir waren auf Platz 9 in der Verfolger. Ah, okay. So, da hört man schon, dass Tim Wonrade langsam macht, damit er nicht noch eine Runde fahren muss. So, Zeit ist jetzt abgelaufen. Jetzt kommt Tim Wondra über Start und Ziel. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. So, zweitplatzierte müsste dann jetzt auch gleich über die Ziellinie kommen. Schauen wir uns hier nochmal an. Genau.
Da ist er, Carsten Laux, Teamkollege von Tim Wunderer. Der ist aber, glaube ich, wird er gerade noch verfolgt, ja, von Nils Baukage. Aber. Ah, das war's. Glückwunsch zu Platz 2 und Nils Baukage zu Platz 3. 4. Die Jens Baukage. Der hier nochmal einen schönen Drift hinlegt. Timo Ellerberg. Absolut stark auf Platz 5 hier. Ja. Super gemacht. Patrick Drost, Teamkollege, direkt dahinter auf Platz 6. Auch für das Team Wahnsinnsergebnis. Wir haben jetzt quasi 3 Teams in Folge. Und dahinter kommt dann schon Sascha Nürburgring, der Mann des ersten Sprints. Definitiv, ja. Schauen wir mal, was er im zweiten Rennen macht. Vielleicht ist er auch Fahrer des Tages. Ich glaube, den laden wir auf jeden Fall auch mal in die Pressekonferenz nachher ein. Das können wir gern tun. Fragen wir mal, was er so vorhatte oder was für Ideen er hatte. Zum Wahnsinnsleistung von Tim Wondreu hat das 7. Sieg im 9. Rennen. Ja. Ist schon eine Hausnummer für sich. Also die haben es auf jeden Fall verdient aufzusteigen nächste Saison. Also absolut, steht ja schon fest. Also. Richtig, den Meistertitel in der Konstrukteursmeisterschaft haben sie schon. Ich denke, in der Fahrerwertung wird es dem Tim auch niemand mehr nehmen. Der Carsten will ja noch definitiv auf dem Podium bleiben. Das wird auch, denke ich, schaffen bei der jetzigen Performance, was die Jungs hier zeigen. Kann man nur Beifall klatschen. So, ich mach schnell die Fotos. Kurz gucken, kann man das erkennen? Ja, das kann man sehr gut erkennen. Perfekt. So, dann gehen wir jetzt zurück in die Lobby. Freunde des gepflegten Motorsports, ihr wisst ja, zweites Sprintrennen. Gibt eine neue Lobby. So, ich hau eben schnell die Fotos hier rein. Ja, begrüßen möchte ich zum Beispiel auch den Merlin, der jetzt gerade online gekommen ist. Und Peter, da muss ich etwas berichtigen. Der Sascha war auf Platz 7. Er wird definitiv nicht von P2 starten. So. Jetzt muss ich wieder in die Fotos da. Also. Da wir eine komplett neue Lobby machen. So. Qualifying gibt es keins. Dafür gibt es 10 Minuten Training. Zeitverlauf Echtzeit. Startzeit ist natürlich. Ja, was machen wir denn da? Training. Pff. 13 mal 15 Uhr. Und Regen. Ja, Patrick, da sind wir wirklich sehr gespannt, ob er das schafft, den P2 zu halten. Startzeit 16 Uhr, Echtzeit. Regen. Starttyp stehend? Nein, fliegend? Nein, doch. Nee, stehend. Nee, fliegend. Nee, stehend. Mann, Daniel, was ist da los? So. Privat, an, haben wir auch. Das ist auch noch richtig. Das ist auch noch richtig. Start. So. Also sorry für den ganzen Bluescreen jetzt gerade.
Also ich habe den Ellerberg direkt nochmal für dich eingeladen, damit du den nicht suchen musst. Wie gerade eben. Das ist sehr schön, danke. Ja, sehr gerne. So, jetzt laden wir nochmal Die alle Fahrer ein. Fahrer ein. Genau, Regisseur bist du. Ich bin Broadcaster. So, ich bin jetzt mal echt gespannt auf das zweite Rennen, was ja natürlich in umgekehrter Reihenfolge gefahren wird. So, Kleinigkeiten eben überprüfen, bevor wir wieder in Ruhe reden können. Was wollte ich jetzt schauen? Weiß ich nicht mehr. Verdammt. Ich bin zu vergesslich gerade. So, vielen Dank dafür, dass jetzt hier die Reihenfolge in den Chat geschrieben worden ist. Ich würde dann mal eben vorlesen, und zwar umgekehrte Reihenfolge. Auf der ersten Position Nake, zweite Zöllner, dritte Position Kiefer, vierte Position Weiland. Fünfte Position Claudio Di Santo, 6 Eichhorn, 7 Mario Di Santo, 8 Schmied, 9 Jericho, Position 10 der Fahrer eben aus dem ersten Rennen, Sascha Nürburg, dann Patrick Drafs auf der 11, oder Drafs, Entschuldigung, Platz Nummer 7 Ellerböck, 13 Jens Baukage, 14 Nils Baukage, 15 Laux und auf der 16 Tim Wondra. So, Einladungen sind alle raus. Ja, das ist auch Standarddatum. Der 27.04.2017 ist Standarddatum. Gerade extra noch mal nachgeschaut, es ist Standarddatum. Nein, da stand kein individuelles Datum. Oder? Jetzt bin ich gerade echt. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Kurze Frage an die Rennleitung. Soll ich nochmal schnell rausgehen und noch eine neue Lobby machen? Mein Gott, noch eine neue Lobby machen und nochmal schauen wegen dem Datum? Oder Standard-Invader ist das gleiche Datum, ne? Sehr gut, siehst du, sag ich doch. Aktuelles Datum wäre das dann von heute. Ja. Also Standard und individuell ist das gleiche, nur aktuelles Datum ist dann quasi Echtzeitdatum. So, ich würde sagen, ein Fahrer fehlt noch. Wer fehlt denn hier? Schauen wir mal schnell nach. Ja, das ist den, den ich eingeladen habe. Ah, Timo, genau, Timo, ja, perfekt. So, dann würde ich sagen, alle Fahrzeuge gewählt. Timo Jericho, Claudio Di Santo. Claudio Di Santo hat leider noch ein Acura. Das heißt, wir können leider noch nicht starten. Stimmt, da muss das Auto mal wechseln. Ja.
Jawohl, jetzt hat er Jetzt. gewechselt. Perfekt. Dann können wir jetzt starten. 3, 2, 1, Abfahrt. Ja, Live-Suchse, ja, das macht einen Unterschied. Und zwar ist das einmal die Wärme von der Strecke zum Beispiel. Ist ja natürlich, wenn es jetzt der, was haben wir heute, 20.11.? Ja, der 20.11. zum Beispiel ist, ist es natürlich viel, viel kühler, als es am 27.04. ist. Das heißt, wenn die ganzen Fahrer sich jetzt zum Beispiel auf auf das individuelle oder Standarddatum einfahren in ihren Trainings und dann ist auf einmal das Datum viel, viel kühler, ist das ganze Feeling einfach nicht mehr so, wie sie es kennen. Das mal als erstes. Definitiv. Und ja. Ne, so Es ist das ändert halt. sich wirklich alles. Die Ja, Grip-Verhältnisse, die genau. Regenverhältnisse, ist ja alles jahreszeitabhängig. Und zwischen dem Eventuell. individuellen Datum und dem Standarddatum sind wirklich wahnsinnig Unterschiede. Eventuell haben wir dann sogar, trotzdem kein Schnee eingestellt ist, eventuell auch Schneeflocken. Man weiß es nicht. Richtig. Und dementsprechend auch das ganze Setup greift auch anders, wie es der Peter auch schon im Chat schreibt. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die ersten sind schon rausgefahren. Ob wir auch noch mal ein bisschen Action jetzt Würde sehen beim Training. mal auf den Sascha wenden. Mal schauen, was der jetzt hier reißt. Ich denke, der ist heiß wie Frittenfett und wird hier auch direkt loslegen. Genau. So, ich gehe mal ganz kurz Pipi machen und überlasse dir kurz das Feld. Macht das bitte. Bin gleich wieder da. Ja, liebe Zuschauer, was sagt ihr? Wer kann jetzt hier vorn bleiben? Wer rutscht nach vorn? Schafft es Sascha diesmal auf das Podium? Wo seht ihr eure Favoriten hier? Ich bin ja auch sehr, sehr gespannt, was die Jungs jetzt im Gegensatz der Reihenfolge zum Ergebnis hier setzen können. Sascha ruft sich hier schon ein. Wie so viele Fahrer auch. Einige bleiben in der Box, entspannen erstmal nach dem ersten Run. Nein, wir fahren nicht 5 Minuten Training, Klößkopf, wir fahren 10 Minuten Training. Das ist ganz normal.
Tja, ob der Lars Nagel hier was zeigen kann, wir werden es sehen. Er hatte verdammt wenig Vorbereitungszeit, gibt hier sein Bestes. Sascha natürlich hier schon direkt eine 1,44, 895 gesetzt. Stark von ihm. Marcel Kiefer, erstes Rennen auch. Recht gute Ergebnisse gezeigt. Hallo. Herzlich willkommen zurück. Ich würde mal kurz auf dem Team mit Jericho bleiben und mal selbst den gleichen Weg wählen wie du. Viel Spaß, viel Spaß. Ja, jeder sagte Bentley Song natürlich. Zwar wiederholen wir uns zwar immer wieder, aber der Sound ist echt mega mächtig. Ich wünschte mir irgendwie noch in diesem Spiel noch so ein, zwei Fahrzeuge. Vor allem den. Ja, wie heißt der jetzt nochmal? Gute Frage, nächste Frage. Jetzt google ich schnell. Ah, Lexus RCF GT3. Den wünsche ich mir noch irgendwie hier. Das wäre natürlich mega geil. Ich hätte richtig Bock zu fahren. Life sucks. Wie alt bist du denn, wenn man mal fragen darf? Wenn du schon sagst, wenn man in mein Alter kommt, ist im Dunkeln fahren gar nicht mehr so lustig. Toyota Supra GT3, ja. Stimmt, der neue Supra. Stimmt, jetzt wo du das sagst, aber das wäre auch eine geile Idee. Definitiv. Alter, kennt man zwar, aber ich verfolge jetzt nicht irgendwie seine Zitate oder was er so von sich gibt. Aber was ich wieder vergessen habe, ich weiß nicht, kann ich das jetzt noch machen? Nee, leider nein. Nein, leider gar nicht. Optionen. So, da bin ich auch wieder. GT Sport. Ja, Gran Turismo Sport habe ich zwar auch. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so geil. Ich finde auch irgendwie die Strecken nicht so toll. Also das kann ich definitiv auch bloß genauso unterschreiben. Gran Turismo Sport kann bei Project Cars einfach mal von der Gesamtvielfalt her nicht mithalten. Ja, ist so. Mag sein, die Grafik, dass die stellenweise besser ist und der Fahrrealismus hier und da besser ist, aber das Gesamtpackage, gerade hier für den Tourenwagensport mit den Rennstrecken, den Wetterverhältnissen und vor allem der Fahrzeugvielfalt, ist nicht zu überbieten. Das Zitat Sub-Zero kenne ich von Walter Röll. Das ist das einzige Zitat, was ich auch kenne. Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen. Absolut. Das kann man so unterschreiben. Oh. Ich glaube, da ging es gerade in einen ganz leichten Drift für den Bentley. Aber auch da muss man halt sehen, der lange Radstand macht es dem Bentley relativ leicht, genau sowas abzufangen. Ja, stimmt. Breite Spur dann halt auch, ne? Richtig. Ja, du darfst aber gerne mal wieder woanders entscheiden, ne? Wenn du magst. Mach mal. Schalten mal auf den Claudio. Was ich dann jetzt natürlich vergessen habe, ist wieder die Kameraperspektive für die Innenperspektive. Jetzt sehe ich gerade anzustellen. was. Nee, das war. Warte mal. Ja, die Jungs fangen hier sich warm, rufen sich ein. Die Wetterverhältnisse sind ja so oder so die gleichen wie im ersten Sprint. Allerdings hat sich die Uhrzeit geändert. Das ist Das vollkommen richtig. kann auch eine Rolle spielen. Das zum Beispiel, lieber Live Sux, kann auch eine Rolle spielen.
einfach das gleiche Datum, aber nur die Uhrzeit geändert. So, der Kollege hier hatte davor das Rennen ein paar Probleme. Einige definitiv. Ja, schauen wir mal, ob er das im zweiten Sprintrennen besser handeln kann. Ja, ich weiß nur, dass er gerade in einer nackten Wohnung sitzt, da er seine Wohnung komplett desinfizieren und leerräumen musste, weil der Hund Flöhe gefangen hat. Oh, auch yeah. Eine sehr spannende Geschichte. Ob du es glaubst oder nicht. Dieses Problem, glaube ich, haben wir auch momentan. Der Hund von dem Vater meiner Freundin, also der Vater ist Jäger, ja, und er nimmt den Hund natürlich auch manchmal mit auf die Jagd, in den Wald. Und ich glaube, da hat er sich ein paar Flöhe eingefangen, weil meine Freundin meint heute auf unseren Katzen Flöhe gesehen zu haben und unsere Katzen gehen nicht raus. Ja, sehr gut. Nein. Aber wir machen das ein bisschen anders, wir räumen da gar nichts aus. Ich schaff die Katzen ab. Nö, wir brennen einfach alles nieder. So, dann ist das Training jetzt beendet. Dann geben wir den Fahrern jetzt nochmal 3 Minuten Zeit. Dann lese ich jetzt nochmal die Startreihenfolge vor. Also auf der ersten Position finden wir den Narke. Lars Narke. Genau, ja. Der Narke. Dann der Zöllner. Dritte Kiefer. Vierte Weiland. Fünfte Claudio Di Santo. Sechste Eichhorn. 7 Mario Di Santo. Dann 8 Schmidt. 9 Jericho. 10 Nürburg. 11 Dross. 12 Ellerböck, 13 Jens Baukage, 14 Nils Baukage, auf der 15 der Laux und auf der 16 Vondra. Ja, bei 15 beim Herrn Laux muss man aufpassen, dass man nicht Lauch sagt. Jawohl. Kuschelschlange hat es auch nochmal reingeschrieben. Vielen Dank. Das war wieder ein Moment zum Stummschalten. Ich bin ja bei der Freiwilligen Feuerwehr, wie gesagt, bei uns im Ort tätig. Und da haben wir wirklich einen, der ist extremst dünn. Also wirklich der extremst dünn. Und da sagen wir mal zu ihm, er ist der Lauch mit Schlauch. Das ist mega lustig. Ja, der Patrick, der hat es auch gerade nochmal geschrieben, bei T-Dog Motorsport ist gerade Bilder Wurm drin. Der Patrick Speedy hat zurzeit kein Internet, weil der Anbieter da gerade irgendwie Probleme hat. Der Patrick Kuchling hat den Gipsarm, der Zelle ist kontaminiert und der Lars hat nur ein paar Stunden Training gehabt. Ja, das ist natürlich sehr gut, sich so auf ein Rennen vorzubereiten. Absolut. Aber was will man machen? Kann man auch das Beste draus machen. So sieht's aus. So, ich würde sagen, wenn die ganzen Leute nicht auf die Folter spannen. Dann würde ich sagen, ab jetzt. Oh, Lars Narke ist sogar schon auf der ersten Position. Das ist ja Knaller. Ja, der kann jetzt quasi in Ruhe vorne wegfahren. Braucht jetzt auch erstmal so viel Abstand oder langsames Tempo nicht fahren. Wir schauen mal, wie die Piloten das hier so hinbekommen. Genau. Also, einzusortieren. Liga A, B und C, das ist ja innerhalb vom ersten Sektor, sind die alle zapp schon auf ihren Positionen. Das ist echt unfassbar. Naja, schaltest du dann gleich mal so
Ende, zweite Sektor mal eben kurz alle einmal durch, dass wir nochmal alle durchgehen können. Absolut. Definitiv. Habe ich. Fällt mir was anderes ein. Kai Reif sagte gerade: Hast du Wondrabar gesagt? Ich sage: Das habe ich Wondrabra gesagt. Naja, okay. So, Fahrer sind alle bereit. Jetzt hoffe ich mal, dass es keinen Crash gibt. Stefan Zöllner muss jetzt erstmal ganz nach vorn. Bastelt sich so schön durch die Mitte. Heute machen auch alle sehr fair Platz, gleich am Anfang. Ich hoffe nur, dass dann keiner abreißen lässt, sodass wir dann zum Schluss im Double File im dritten Sektor alle ordentlich starten können. So, Lars Marko und Stefan Zöllner stehen. Damit werden wir als nächstes der Marcel Kiefer. Dran, der noch vor auf die 3 fahren muss. Der Jürgen Weiland auf die 4. Dann haben wir den Claudio Di Santo auf die 5. Der steht auch schon richtig. Eichhorn auf 6. Ja. Dann Mario Di Santo auf der 7. Genau, dann der Felix Schmidt auf der 8, der jetzt gleich dorthin rutscht, wenn der Mario vorbei ist. Jawohl, haben wir jetzt. Genau. Dann haben wir den Jericho auf der 9. Jawohl. Genau, das passt. Sascha in Nürburg. Sascha auf der 10, das dann passt auch. Dann auf 11 Draws. Draws, da muss der Teamkollege noch vorbei. Aber es sieht nicht so aus, als wenn die sich noch gegenseitig vorbeilassen. Oder? Doch, jetzt. Edderberg auf 12, jawohl. 13, genau. Nils Baukage. Da muss auch noch der Bruder vorbei, am Jens. Oh, da lässt der Bruder aber viel. Ja. Luft. Also, die beiden sind definitiv falsch. Jens und Nils Baukage. Ja, der Nils muss definitiv noch auf die 14. Jetzt passt es, genau. Jens Baukage 13. Jawohl. Nils Baukage auf der 14. Carsten Laux auf der 15. Und Tim Wondra auf der 16. Fast alles soweit. So, das Fahrerfeld im letzten Sektor her. Alles schön im Double File. Absolut beeindruckend, so ein schönes Starterfeld zu sehen. Natürlich gerade die Bentleys hier vom Sound her recht prägnant. Extrem dominant. Ja. So. Rennen ist freigegeben. Ja. Bin mal gespannt, was die beiden Teamkollege Lars und Stefan Tim da vorne. Eichhorn hier oh, schon da räumen sie sich gegenseitig ab. Oder. Oh, es sah gerade aus, als wenn sie sich beide gegenseitig rausgehauen hätten. Naja, Tim Eichhorn hier durchgeprescht, direkt bis auf 1. Der Wahnsinn, der Teamkollege hinterher. Boah, von der 6 auf die 1. Oh, ei. Mario Di Santo hier wahnsinnig von profitiert, direkt auf 2 vor. Marcel Kiefer ebenso auf Platz 3. Lars Nager auf 4. Von der 1 auf die 4 gerutscht, ja. Jürgen Weiland. Freunde. Mit Bentley gerade übel abgeflogen. So, und Sascha Nürburg ist da mitten im Gedränge gerade gewesen. Oder? Da hinten knallt's auch ordentlich. Das dürfte Carsten Laux gewesen sein, richtig. So, Überall Dreher und
Ja, Sascha Nürburgring jetzt schon wieder zwei Plätze auf jeden Fall gut gemacht. Von der 10 gestartet, jetzt schon auf der 8. Schauen wir mal, ob er Tim das. Eichum, nee, Quatsch, Tim Wondra, genau dahinter. Ja. Da fährt er schön den Windschatten. Hat auch schon wieder 7 Plätze gut gemacht. Und Lars Nagel direkt durchgereicht bis auf den letzten Platz. Sehr bitter für ihn. Ja, da geht es jetzt direkt in die Box. Also. Oh! Ja, Team das war, glaube ich, draußen. Ja. Ja. Völlig zerstört an Porsche. Das geht auch in die Box. Und auch hier der. Wer ist es? Jens Baukar, glaube ich. Jawohl. Ja, Jens auch Baukar der wird in die Box gehen, glaube ich. Wobei der Lambo an sich relativ. Naja, der fährt zu langsam. Aussieht. Der fährt zu langsam, der geht auch definitiv in die Box. Ja. Ja, macht er auch. Oh, und Lars Nake fährt weiter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wieder vorbei. Carsten Laux hier dran und Felix Schmidt. Ja, Destruction Derby 2.0, so kann man das gerade, konnte man das gerade auch nennen, das stimmt, ja. Aber mein Gott, wir sind hier in Liga F, sind, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, alles noch die Anfänger. Eben, muss man auch immer ganz klar so sehen, es sind viele, viele, viele Anfänger, die ganz frisch in der Liga sind, alle noch nicht so geübt, es sind auch viele Ersatzfahrer dabei. Ja. Von daher muss man halt immer noch differenziert sehen, die Geschichte, klar in der Liga C, B und A erwartet man natürlich definitiv, dass es dann läuft, aber bis dahin der Weg. Schalt mal bitte auf 5 und 6, wenn ich dich gerade unterbreche, sorry. Ja. Weil Sascha Nürburg ist schon auf die 5 vorgefahren und Tim Wondra direkt dahinter. Im Windschatten, genau. Tim Wondra schon 6 Plätze gut, 10 Plätze gut, Entschuldigung. Und absolute Überraschung, Mario Di Santo hier auf Platz 1 zurzeit mit Tim Eichhorn im Duell. Auch für die beiden wahnsinnig nach vorne gegangen. Auch leicht abgesetzt vom restlichen Fahrerfeld. Ja, mega, was die zwei hier abliefern. Super. Timo Ellerbeck gerade mit dem Porsche rausgekommen aus der Box, jetzt hier Porsche repariert. Aber mittlerweile schon überrundet. Und Sascha Nürburgring auf der 4 und dran am Marcel Kiefer. Eieiei, der Junge hier, der haut ja einen raus, der Wahnsinn. Man muss sich das Zunge so gehen lassen, er fährt jetzt aktuell eine 1,50. Der Felix Schmidt dahinter die 1,48. Ich denke, hier kommt aber noch die aktuelle Zeitberechnung raus. Die dritte Position schon vorgefahren, du. Wahnsinn. Aber ja, jetzt müssen die jetzt müssen die zwei hier vorne sich schon wahnsinnig anstrengen. Die fahren aktuell fast 2 Sekunden langsamer wie der Sascha. Das wird nicht lange dauern, ist er dran. Ist der Tim Wondra jetzt gerade, ich war jetzt gerade kurz abgelenkt, ist der Tim Wondra auf die 9 nach hinten gefallen wieder? Und ja, ist zurückgefallen. Er scheint einen Fehler eingebaut zu haben. Der Kollege hier, der Carsten Laux, direkt dahinter. Davor? Davor. Ach nee, das, ja, stimmt. Carsten Laux ist davor. Ja, dazwischen der Jürgen Weiland, genau. Auch offensichtlich die Pace dabei nicht so recht mitgehen kann. So, da gab es dann nicht mehr den Kollegen. Da hinten kommt schon Sascha Nürburgring. Jawohl. Ein Wahnsinnsfeuerwerk, was der Junge hier runterbrennt, ey.
Marcel Kiefer. Immer noch dran am Teamkollegen. Also haben wir hier irgendwas Knappes gerade. 1 und 2 theoretisch. Ja, aber ist auch immer 1,2 Sekunden. Da bin ich auch wahnsinnig gespannt, wie sich das entwickelt, wenn jetzt der Sascha Nürburgring von hinten angreift, der Timo Ellerbeck noch als Puffer dazwischen ist. Ja, ja. Und davor eigentlich schon die nächsten Überrundungen anstehen. Weil wenn ich das hier richtig sehe, sollte der Lars Nagel direkt davor sein, der als andere Überrundung steht, genau. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie der Lars Nagel das... Na, vor allem wieder Mario Di Santo und das ganze Fahrerfeld, ja, der macht das sehr, sehr fair Platz. Nur, er sollte jetzt, glaube ich, mal in die Box kommen, weil... Da hält er schon jemanden auf. Wer ist das dahinter? Ist das der Team? Das ist der Team Ellerbeck, genau. Ellerbeck, ja, okay. Also ist das da 16 alle 15. Ja, und, oh mein Gott, ich habe gerade voll den Überblick verloren. Ja, der Team Ellerbeck ist auf der letzten Position. Okay, und der Lars Nagel überholt. Oh. Der Tim Eichhorn in der Überrundung am Timo Ellerbeck. Also, der Timo Ellerbeck, ja, das ist jetzt gerade nicht... Ja, die beiden müssen jetzt Platz halt machen, das ist Fakt. Ja. Sie müssen einfach rüberfahren. Ja, also, ich halte mich da raus. Ich sag dazu jetzt nichts. Das wird, glaube ich, ein Fall für die Rennleitung. Für die Projektleitung, glaube ich. Vor allen Dingen hätten sie einfach nur Platz gemacht. Die beiden haben überrundet, dann hat man rüber zu formen und Platz zu machen. Ja. Oh, ist das ärgerlich für Sascha Nürburgring, der jetzt an die Box muss, ey. Meine Güte. Naja, okay. Felix Schmidt wird davon jetzt profitieren, ohne Zweifel, weil der geht jetzt vorbei, wenn Sascha an die Box muss. Ja. Vor allem sehe ich das jetzt gerade. Sascha hat keinen Heckspoiler mehr. Das bedeutet absolut gar keinen Downforce mehr, vor allem mit dem Porsche. Richtig. Und das auf nasser Strecke. Uiuiui. Oh. Naja. 12 Minuten gefahren und dann so ein Schisselapping. Natürlich die beiden Profitanten davon, ganz klar Mario Di Santo und Tim Eichhorn. Der Felix Schmidt jetzt mit leichtem Abstand von den Zeiten her auf den gleichen. Jetzt schauen wir bitte auf den Sascha, bitte. Ich würde mal echt gerne wissen, wie lange der jetzt in der Box braucht. Oh, Heckspoiler, das dauert so lange. Oh, das ist so bitter für ihn. Das ist so ärgerlich. So bitter. Ey. Ja, das war jetzt echt bitter für ihn, dass er da sich so... Er wurde halt mitgerissen von den anderen, ne? Natürlich, ohne Zweifel. Ja. Oh, jetzt ist er drüber hinweggefahren. Oh nein. Wieder wertvolle Sekunden verloren. Kommt er irgendwo auf der 6 wieder raus. Hinterm Karsten. Ja, wo ist er denn jetzt? Sascha, da, auf der 10. Position ist er jetzt schon. Ja, jetzt wird es gleich soweit sein. Lollipop ist schon oben. Jawohl, jetzt kann er weiterfahren. Oh. Na, ziemlich spät den Speedlimiter rausgemacht. Er behält Platz 4. Perfekt. Aber lieber später rausgemacht als zu zeitig und dann die Strafe kassiert. Platz 4. Reden jetzt gerade aneinander vorbei. Wer hat Platz 4 behalten? Ah, sorry. Also bei mir war das absoluter Übertragungsfehler. Ne, er kam Platz jetzt 10. Mit... Ja. Ja. Ja, jetzt schauen wir mal. Mit Wut im Bauch, denke ich mal, was er da... Er hat jetzt 55 Sekunden Rückstand zum ersten.
Also eigentlich hast du auf Null gesetzt im vorhergehenden Ja, Rennen. ja, ja. Oh, ist das bitter, ey. Also ich denke, für diesen Unfall wird es definitiv Beschwerden hageln, denke ich mal. Absolut verständlich und Ja. auch absolut zu Recht. Also. Definitiv. Also für mich sah es auch definitiv aus, als wenn die blauen Flaggen einfach übergangen worden sind, Richtig. weil Und dafür muss es auch Strafen geben. Dafür sind wir hier auch wirklich in einem Rennsport, wo man sagt, da muss man einfach auch die Flaggen beachten und beiseite fahren. Man muss nicht zu viel Zeit verlieren. Man kann es in Kurveneingängen machen. Kuschelschlange hat natürlich wieder mal einen Aber Clip gemacht. Clip ist da. sehr schön. Ja, aber die Fahrer sind da verpflichtet, sowieso ihr Rennen aufzunehmen. Das heißt, da wird es definitiv genug Clips von geben. Naja, wir werden das mal verfolgen. Und wenn ihr dann nächste Woche, nee, in 2 Wochen wieder einschaltet, Liga F, die natürlich jetzt in 2 Wochen dann wieder dran sind mit dem letzten Rennen der Saison, dann werden wir euch mal berichten, was dabei rauskam. Nein, zu dieser Frage von livesachs.de, das entscheidet nicht der Kommentator, sondern dafür gibt es eine eigenständige Rennleitung, wo die Teams ihr Videomaterial, was sie quasi während des Rennens mitschneiden müssen, einreichen können. Dort können sie dann halt einen Untersuchungsantrag stellen und die Rennleitung entscheidet dann über Strafen und dem, was sich dann halt daraus ergibt. Also die Fahrer bzw. die Teammanager von jedem Team haben jetzt 48 Stunden Zeit, Beschwerde einzulegen über diesen Unfall, über diesen Rennunfall. Dann wird natürlich Videomaterial mitgeschickt. Ich glaube, das müssten 15 Sekunden vor dem Unfall und 15 Sekunden nach dem Unfall sein. Also 30 Sekunden quasi. Und anhand der ganzen verschiedenen Clips wird die Rennleitung entscheiden, ob jemand eine Strafe bekommt und wenn jemand eine Strafe bekommt, was er dann für eine Strafe bekommt. Das entscheiden, wie gesagt, wie der Martin schon gesagt hat, gerade nicht wir Kommentatoren, sondern die Rennleitung bzw. Projektleitung. Naja, konzentrieren wir uns mal wieder aufs Rennen. Der Felix Schmidt hier im Angriff auf den Tim Eicher. Ja, oh. Ja, muss da glaube ich nochmal abbremsen gerade, der Felix. Ja, der R8 etwas besser in diesen Kurven. Ja, jetzt hat er sich wieder gezeigt gerade. Sagt Tim, hallo, hier bin ich, bin hinter dir, mach bloß keinen Fehler. Und der Bentley hat, glaube ich, kein Licht an. Ne, er hat kein Licht an. Also, Tim Eichhorn, wenn du einen Spotter hast oder du eventuell den Stream verfolgst, mach dein Licht an. Weil ich. Ja, vielen Dank. Jetzt hat er es gehört. Weil ich glaube, auch das kann Strafen geben. Oh. Da hat der Felix Schmidt jetzt noch den Tim Wondra vorbeigelassen. Ja. Der Felix macht das, denke ich, recht sicher. Der weiß ganz genau, dass er dem Tim nichts dagegen zu setzen hat, lässt ihn vorbei und fährt deswegen weiter sein Rennen, ohne groß Zeit zu verlieren. Tim fährt einfach in dieser Saison hier in seiner eigenen Liga und Ja, das das stimmt. ist, denke ich, auch wirklich allen klar in der Liga. Deswegen wird es da auch nie groß Gegenwehr geben. Auch wenn Tim das sicherlich manchmal vielleicht nicht so toll findet, weil er vielleicht doch mal einen Zweikampf haben möchte. Aber dafür fährt er einfach zu dominant in der Liga, als dass dem irgendeiner. Oh, das war geil. Das sah aber richtig geil aus. Oh, da. Absolut, Ja, das war jetzt nicht so absolut. korrekt von Tim. Oh. Ja. Auch Ah, das das möchte ich jetzt nicht kommentieren, aber ich sage jetzt mal Kuschelschlange, bitte Clip davon.
Also ich glaube, wir lassen diese Szene jetzt mal kurz unkommentiert. Das wird wahrscheinlich auch eine kleine Untersuchung geben. Konzentrieren wir uns weiter aufs Rennen. Der Nils Barkhäuser hier dran am Marcel Kiefer. Ja, aber Auch Nils schon mit einem Burkhager, leicht ja. losen Front. Kleine Und Berührung irgendwo. Timo Jericho Ja. mit der Strafe. Guck mal rein. 10 Sekunden 10 läuft bei Sekunden, ihm. Und richtig. er steht auch, ich glaube, da passiert wahrscheinlich nichts mehr. Oh je. Aber vielleicht kriegt er irgendeinen Motor einfach nicht an. Vielleicht, das kann sein, ja. Also das Drift-Duell von den beiden gerade in der Kurve war echt geil. Also das muss ich echt sagen, das sah mega nice Absolut, aus. das hatte schon Formula D-Charakter. Ja. Ach, der Robin Gerdner ist ja auch hier. Hallo. Herzlich willkommen, Frank Slow ebenso. Und den Niklas Big N, Big One habe ich auch noch nicht gelesen heute. Deswegen auch herzlich willkommen. Ach, hat er gerade eine. Wie können die Strafen ausfallen? Ah, Entschuldigung, das habe ich leider überlesen. Extreme Demon, aber der Marco hat das ja, glaube ich, schon angesprochen. Strafen können sein: Zeitstrafen, Punktestrafen, Qualistrafen, Disqualifikation, Rennsperre und Saisonsperre. Allerdings habe ich. Gab schon mal eine Saisonsperre für jemanden? Also Meines Rennsperren habe ich Wissens schon, also nach. Rennsperren habe ich definitiv schon gesehen. Zwei Rennen oder drei Rennen sogar auch schon. Aber Saisonstrafen. Ich meine, es ist ja auch erst meine zweite Saison. Erst drei Saisons hier gefahren. Ja, cool. Ich würde sagen, dann geht's wieder zurück, oder? In die SSR. Niklas. Der Kuschelschrank schreibt gerade, er hat schon mal eine Rennsperre geschafft. Ja, eine Rennsperre. Das ja. Habe ich ja gesagt. Rennsperren haben wir schon definitiv gesehen. Aber eine Saisonsperre, dass jemand eine komplette Saisonsperre bekommen hat, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Na, aktuell ist es mir eigentlich nur bekannt, ich glaube, dieses VSR-Team, was hier in der Liga F ausgeschlossen worden ist, weil sie Was? halt drei Rennen am Stück nie an den Start gegangen sind. Danach ist Ja, halt schon okay, in klar. Race Wars reingekommen und hat den Platz ersetzt. Das Das kann wäre sein, das ja. Einzige, wo ich sage, das wäre so eine Saisonsperre, die ich mal erlebt hätte. Ja. Ja, Live-Sucks, Saisonsperre ist dafür definitiv, wäre dafür definitiv zu viel. Auch eine Rennsperre wäre dafür zu viel. Ich denke mal, wenn es zu einer kommt, ich will jetzt nichts irgendwie ankreiden oder sonst irgendwas, denke ich, dass es nur zu einer kleinen Punktestrafe kommen wird. Also. Richtig, eine kleine Punktestrafe in Kombination mit einer Zeitstrafe. Kann man von ausgehen. Kuschel, also Kuschelschlange. Ich möchte, dass du dieses Red Bull Rennen von der letzten Saison nicht mehr erwähnst einfach. Streich das einfach aus deinem Kopf. Bitte. Danke. So. Ja, was ist eigentlich mit dem Tim Eichhorn? Steht er immer noch? Oder fährt er wieder mittlerweile? Auf Tim Position Eichhorn. 16. Tim Eichhorn Nee. ist auf Platz Wer 7. ist das denn? Auf Platz 16 nochmal. Das ist Timo Timo Jericho. Jericho. Ja, der Ah, steht immer okay. noch, wie er Der steht steht. immer noch, okay. Aber es hört sich so an, als wenn der Motor noch an ist. Ja. Ach, da wäre es mal sehr interessant zu wissen, was der Fahrer da für ein Problem hat. Ob es da einen Spoiler gibt. Wollte ich gerade sagen, vielleicht gibt es ja jemanden, der gerade mit dem Timo Jericho in Kontakt ist. Dass er uns mal. Oder vielleicht ist er ja gerade selber in den Chat gekommen, man weiß es nicht. Nochmal schön. Hallo Kurzer, schönen guten Tag.
Auch dich möchten wir begrüßen. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten zu fahren. Schalt doch mal einmal von 1 bis, ja, 16 haben wir jetzt schon gesehen, bis 15 einmal langsam durch. Dass wir mal einen kurzen Überblick bekommen. Obwohl Mario Di Santo hier immer noch absolut konstant mit 1,50er Zeiten auf Platz 1, mittlerweile 12 Sekunden Vorsprung zum Tim Muntra, der jetzt aber langsam mit näheren, schnelleren Zeiten rankommt an den Platz 1. Die Frage ist halt, ob er die letzten 10 Minuten das so halten kann, der Mario Di Santo, dann sein erster Saisonsieg. Würde ich mich sehr freuen, wenn er das so schafft. Ich meine, mit 11 Sekunden Vorsprung vor Tim Muntra ist natürlich... Naja, ich denke, ein Dreher reicht und Tim Muntra ist dran, deswegen sage ich jetzt schon wirklich so, er muss jetzt Nerven bewahren, das zu Ende bringen. Und dann freue ich mich wirklich, ihn in der Pressekonferenz zu hören. Ja, Tim Muntra auf Platz 2, Felix Schmidt auf der 3, Carsten Laux auf der 4. Da denke ich nicht zu ewig dauern, ehe er sich an Felix rangepirscht hat. Ich denke, da wird es dann ein spannendes Finale geben. Nils Baukhage direkt dahinter. Marcel Kiefer ebenso. Also hier ist noch alles offen. Tim Eichhorn dann schon mit einem größeren Abstand zu diesem Fahrerfeld. Der Jürgen Weiland direkt dahinter. Claudio Di Santo auf der 9. Sascha Nürburg, der Pechvogel des zweiten Rennens. Ja, definitiv. Mit 47 Einser Zeiten hier zurzeit. Wahnsinn, absolut der Wahnsinn. Jetzt 48er Zeit. Tut es mir wirklich echt leid. Also den laden wir auch ein und reden mal mit ihm. Definitiv, ja, würde ich auch sagen. Der hat es definitiv verdient. Jens Baukage. Patrick Drafs. Stefan Zöllner auf der 13, Timo Ellerbeck auf der 14, Lars Nagel auf der 15. Ja, der wurde ja... Und der Timo Jericho immer noch an der Wand. Lars Nagel. Rückstand. Lars Nagel wurde ja direkt in der ersten oder zweiten Runde, glaube ich, schon direkt nach ganz hinten wieder, gleich von ganz vorne nach ganz hinten. Genau, sieht's aus. Und ja, aber auch in diesem Rennenfall mit dem Sascha Nürburg verwickelt. Stimmt, genau. Das heißt, eventuell könnte er Doppelpech haben, ne? Aber naja, schauen wir mal. Das ja, wieder. Nürburg sich jetzt den Claudio Di Santo hergekascht. Was der Merlin auch gerade schreibt, er freut sich, dass 16 Fahrer am Start sind. Ja, wie auch schon jemand vorhin geschrieben hat, das ist definitiv eine Seltenheit. Aber ist immer wieder schön, ein bisschen Action auf der Strecke zu sehen. Ja, Niklas, das müssen natürlich die Verantwortlichen besprechen und auch entscheiden. Das können wir natürlich nicht. Absolut richtig. Zumal ja auch halt da immer hinter so einer Liga ein Verwaltungsakt steckt, den der normale Zuschauer so gar nicht mitbekommt. Ich meine, das muss man halt sich halt wirklich immer mal klar sehen, wie viele Moderatoren es alleine gibt, die halt sich genau extra die Zeit nehmen, hier zu streamen, als Co-Moderator zu arbeiten. Es gibt den Rennberichtschreiber, was meine Wenigkeit ist. Das sind halt alles solche Positionen. Du hast in jedem Rennen eine Rennkommission dahinter sitzen, die quasi extra extern das Rennen auch nochmal begutachten und die Rückmeldung an die Moderatoren geben, ob es zum Beispiel einen Neustart gibt oder ähnliches. Oder halt sich auch Notizen dazu machen, was halt Rennleitung auffällt, was halt wirklich an Fehlverhalten der Fahrer aufgefallen ist. Und was man natürlich auch nicht außer Acht lassen kann, jeder, der kommentiert oder streamt, muss dieses Spiel auch besitzen. Und das sind dann natürlich auch wieder Kosten, die jeder für sich selber tragen muss. Die wird nicht einfach jemandem geschenkt, sondern die musst du selber privat bezahlen. Und ja, das
ist wahrscheinlich auch nicht jeder bereit. Absolut, genauso zum Beispiel halt auch diese viele Freizeit, die man reinsteckt. Ich meine, wenn man allein zum Beispiel mal sieht, ich meine, jeder Streamer fängt ja gegen 1920 an, die Lobby aufzubauen, lädt 1940 die Fahrer ein und dann geht es bis weit nach 22 Uhr rein, bis die Pressekonferenz alles abgeschlossen ist. Ich zum Beispiel gucke mir jedes Rennen in der Liga an, das sind in 14 Tagen 12 Stunden Rennzeit, die ich mir hier angucke und dann die Rennberichte dazu schreibe. Das ist halt alles, da muss dann halt auch Personal dazu da sein, so eine neue Lobby oder so eine neue Liga aufzubauen in einer anderen Spielplattform. Das ist, denke ich, wo hier Lars Nager in der Box gewesen. Nee, aber wie gesagt, das ist halt, da muss halt dann halt wirklich genug Leute da sein, die sagen, wir haben da Bock dazu, wir unterstützen euch, wir wollen das. Und dann könnte man das natürlich in Anspruch nehmen. So, hier sehen wir Sascha Nöburg, der sich jetzt von der 10. Position schon auf die 9. Position vorgefahren hat und direkt vor seinem Teamkollegen Jürgen Weiland ist, hinter seinem Teamkollegen Jürgen Weiland. Und haben die beide die gleiche Lackierung? Ja, ja, die fahren beide mit dieser Lackierung, das ist richtig. Ja, aber ich meine auch, weil die beide die gleichen Spiegel haben und... Ja, die haben die identische Lackierung, das ist vollkommen richtig so. Okay. Ja, dann. Ich glaube, dieses Team Mantai hat nur diese Lackierung. Okay. So, hier wird... Ja. Er hat sauber ihn vorbeigelassen. Ja, ja. So, dass ich jetzt Sascha direkt den Tim vorknüpfen kann. Ja, auch hier bin ich wirklich wahnsinnig gespannt, wo es für Sascha hingeht. Er hat ja jetzt auch den Vertrag bestätigt für die nächste Saison, dass er bei German Racehorse bleibt. Da war es wohl mal kurz in der Schwebe, ob er in ein anderes Team wechselt. Da bin ich mal gespannt, wie lange es jetzt dauert, bis Sascha sich den Tim schnappt. Der Sound von Bentley ist einfach so übelst dominant. Oh, hat der Tim dann? Nee, es hört sich gerade so an, als wenn der Tim etwas Probleme gehabt hätte. Aber ja, doch. Hat er schon wieder Pech. Aber er konnte es noch sehr... Das ist doch... Oh nein! Oh, Sascha ist heute der Pechvogel des Tages. Im ersten Rennen hat er alles richtig gemacht. Und jetzt im zweiten Rennen wird er nur noch abgeschossen. Oh, das ist... Aber auch hier hat Tim Eichhorn den Heckspoiler verloren. Definitiv, beim Abflug und dem Einschlag. Aber wie bitter ist das bitte? Er... pusht er mit einer Performance, mit der er locker beide Sprints gewinnen kann und wird immer wieder in solche Mitleidenschaften gezogen. Oh, der Junge tut mir wahnsinnig leid, echt. Ja, also Sascha wird definitiv gleich eingeladen, also das steht schon fest. Das also, möchte ich mal von ihm... Sascha, seiner Stelle kann man jetzt wirklich nur hoffen, dass er halt den Platz jetzt so weit hält und die 2 Minuten noch zu Ende bringt, weil in die Box fahren ist jetzt eigentlich keine Option mehr. Ja. Aber man sieht schon, aber ich glaube, man sieht schon, dass die Achsen, beziehungsweise die. Oh, da fährt. Oh, da sind da. Aber, ach ja, jetzt hat er noch Bock. Fährt er weiter? Ja, er will, glaube ich, weiterfahren. Ja, doch. Ja. Das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Jetzt verliert er sogar noch die Punkte. Frage, auf die Frage von Andreas Wazzi, der gelbe Bentley ist Tim Eichhorn. Den Porsche nimmt er nicht mehr drin. Lukas, das ist aber deine Lackierung, gell? Das ist hier Lukas Hand Gedächtnis. Spoilerung. Ja, Merlin, da kann ich dir nur beipflichten. Also mir tut der Sascha auch wahnsinnig leid, muss man wirklich so sagen.
Jürgen Weidand zum Glück halbwegs safe aus der Geschichte rausgekommen, auch wenn er unmittelbar dabei war. Also es sieht so aus, als wenn er gar nichts hätte. Ja, der ist wirklich immer kleine Luftlücke dazwischen durchgehirscht. Hier vorne geht es schon wieder rund. Tim Wondra will sich den Mario Di Santo unbedingt noch krallen hier, die letzten 38 Sekunden. Boah, das ist krass. Jetzt gehen sie nochmal auf eine Runde und der Mario Di Santo war innerhalb 11 Sekunden, hatte er Vorsprung. Oh, jetzt und macht er den Fehler vorbei. Und Tim Wondra geht Alter, vorbei. Alter Falter. Da hat der Tim Wondra innerhalb von, was waren es vorhin? Ich glaube 11 Minuten, hat er da mal locker 12 Sekunden aufgeholt. Ja. Oh, das ist jetzt aber echt bitter für den Mario. Letzte Runde sind sie ungefähr die gleiche Zeit gefahren. 400. Na, der hat den nicht vorbeigelassen, auf gar keinen Fall. Aber auch selbst Mario Di Santo hier von Platz 10 vorgepusht auf die 1 die ganze Zeit geführt. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Von der letzten Position auf die erste Position vorgefahren. Das schafft auch nicht jeder. Absolut. Vor allem bei diesem Wetter. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber beide haben natürlich, also er hat natürlich auch von den Sascha-Ereignissen profitiert, würde ich mal so sagen. Aber auch die zweite Position für Mario ist natürlich bitter. Auch nicht schlecht. Nein, dann. Oh, jetzt macht er hinten noch einen Fehler. Nein. Aber der Felix ist noch etwas weiter weg. Obwohl. Ja. Mario fährt das Ding nach Hause. So, Tim Wondra, herzlichen Glückwunsch. Von der letzten Position auf die erste Position vorgefahren. Zweiter Sieg im zweiten Rennen. Absolut. Nicht schlecht. Komm, Mario Di Santo, jetzt Ding keinen Fehler Hause mehr machen. Langsam, langsam, jetzt Gas geben. Jawohl. Ja, zweiter Platz, Mario, Glückwunsch. Und Felix Schmidt auf der dritten Position. Oh, oh, oh. Oh, Sascha jetzt auch die 11. Position zurückgefallen, sehe ich gerade. Ja. Timo Ellerberg hat ihn noch geschnappt. Aber ganz ehrlich, mit dem Auto ist gar nichts mehr in Ordnung. Da ist die Federung kaputt und das allen. Bitter, ey. Ja. Jetzt hält er die 11. Position noch. Ja, hält er noch. Oh, hier gibt's noch Crash. Gut. Ja, ich glaube, das war so ein Alter Verwalter. F-Punkt Crash. So, ich mache dann eben die Fotos vom zweiten Sprintrennen. Ich lade derweil schon mal die Fahrer aus dem ersten und zweiten Sprint ein. Jawohl. Vergesst den Sascha nicht einzuladen. Nein, definitiv nicht. Wenn er überhaupt kommen will, schauen wir mal. Vielleicht hat er auch gar keine Lust.
So, dann mal ganz kurz. So. So, jetzt warten wir natürlich mal, bis die ganzen Fahrer in die Sprachparty gekommen sind, wir die Pressekonferenz durchführen können. Ja, wir hatten viele Ereignisse natürlich. Schon welche angekommen. Du müsstest mir da mal sagen, ob alle angekommen sind. Hallo? Tim, Kosten, Ja, es sollten alle da sein. Gut. Habt ihr eure Stimmen alle auf Übertragung gestellt? Ja. 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 Perfekt. Sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, ich fange mal an. Sprintrennen 1, Platz 3, Nils Baukage. Herzlichen Glückwunsch zum Podium. Danke. Kurze Frage oder ein paar Antworten von dir. Wie war für dich das Rennen? Wie kamst du mit dem Wetter klar? Ja, so das Übliche halt. Ja, also mit dem Rennen, mit dem ersten bin ich schon zufrieden, aber leider habe ich mir eine bessere Position wieder durch eigene Fehler kaputt gemacht. Und ja, zweite Rennen war für mich eine absolute Katastrophe. Das war mehr Destruction Derby als alles andere. Und dann hatte ich hinterher keine Chance mehr, mich da zu wehren, nachdem der Claudio vor mich gefahren ist und dann mein Auto beschädigt hat, nachdem er Tim und Carsten abgeräumt hat. Da war dann leider nichts mehr zu machen. Ich habe versucht, nach vorne zu kämpfen, aber es ging gar nichts mehr. Okay. Ja, wie war das Wetter für dich? Konntest du dich im Vorfeld auf das Wetter einschießen? Also es war jetzt nicht so, hat sich irgendwas verändert im, also zu den Trainingssessions? Nee. Ja, ich hatte nicht viele, ich glaube, ich habe eine Trainingssession gemacht oder so und die in der Sachskurve, die Pfütze, dass die dann doch so heftig ist, hat mich ein bisschen überrascht, aber sonst war es okay. Okay. Doch mal was Gut. anderes. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Martin, machst du den Ja. Zweitplatzierten? Hallo Carsten. Ja, wie war es denn für dich? Gerade erster Sprint. Erzähl mal deine Eindrücke zum Rennen. Ja, hallo. Erste Rennen war eigentlich super gelaufen. Ja, eigentlich am Ende Glück gehabt, dass beide Baukage-Brüder sich noch rausgedreht haben. Dann nochmal eng dran gekommen, aber ich hatte mega Probleme bei dem Wetter gehabt, hier überhaupt auf der Strecke zu bleiben. Ich war da mehr mit mir selber am Kämpfen gewesen, wie mit den anderen. Aber zum Glück noch gut ausgegangen, das erste Rennen. Und ja, war anstrengend heute auf jeden Fall. Absolut, absolut, das hat man euch auch angesehen und wir kennen sie auch aus den Vorbereitungen, aber man muss euch wirklich absoluten Respekt vorzeigen. Also diese Saison und auch wie ihr die Ferraris heute im Regen bewegt habt, wirklich absoluten Respekt dafür. Danke. Gut, Tim Wondra. Ja. Erste Rennen, erste Sprintrennen, Start-Zielsieg, Respekt im Regen. Qualifying leichter Regen sah für mich fast schon aus wie ein ganz normaler Regen. Auf die Position 1 gefahren, auf die Pole, dann im Rennen souverän, erster Platz gehalten, weit vorgefahren. Ja, wie waren deine Eindrücke für dich, die Überrundungen und so weiter? Also bei mir lief alles wunderbar, ich kann mich nicht beschweren. Überrundungen waren immer fair, immer schön Platz gelassen, immer schön vorbeigelassen. Im ersten Rennen war es nur, fand ich, ziemlich rutschig, also rutschiger als in allen Trainingssessions, die wir hatten. Aber sonst, ja, und im zweiten Rennen war am Anfang ziemlich Chaos, fand ich. Aber ja, gut, dann habe ich mich zurückgekämpft und konnte noch auf den ersten fahren.
Ja, da auf jeden Fall mal Respekt davor, vor dem zweiten Rennen. Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde sagen, Martin, Sprintrennen 2, dritter Platz. Ja. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Absolut mega gemacht und vor allen Dingen, Felix, erzähl einfach mal, wie bist du durchs Rennen gekommen? Wie waren deine Eindrücke vom Start? Da gab es ja auch einige turbulente Szenen um euch ringsherum. Wie war dann der weitere Rennverlauf? Und ja, erzähl einfach mal. Ja, hallo erstmal. Ja, am Anfang war das Gewusel, links und rechts wurde geschoben und man wusste nicht so richtig wohin. Und dann bin ich ja, glaube ich, sogar auf dem 13. Platz gelandet am Ende. Richtig. Und ja, dann kamen als wieder irgendwelche Crashs dazu, wo man sich dann durchschlängeln konnte. Ja, und am Ende war das dann einfach nur noch Platz 3 halten und durchfahren und kein Fehler. Nein. Kam auch schon Bondra und Laux. Jo. Wurde es dann am Ende noch ein bisschen eng. Und dem Bondra wollte ich noch Entschuldigung sagen, den wollte ich vorbeilassen. Und er hat auch in dem Moment rübergezogen. Weil er war ja deutlich schneller wie ich. Da wollte ich nicht unbedingt riskieren, dass da einer von uns abgeschossen wird. Aber es war echt ein schönes Rennen. Also es hat sehr Spaß gemacht. Man hatte viele Zweikämpfe, die auch sehr fair waren. Also es war echt. Richtig schönes Rennen, auch anstrengend. Ja, ich Ja, würde sagen, dass dort. Ja. das haben wir auch absolut genauso gesehen, Felix. Also wir haben da schon gesehen, dass du fair Platz gemacht hast für den Tim. Er fährt nun mal zurzeit in seiner eigenen Liga und hat seine Meister noch nicht gefunden. Von daher absolut mega gemacht, wie du ihm Platz gemacht hast, ohne direkt Zeit zu verlieren. Und super, Rennen. So, dann würde ich sagen, Mario Di Santo, dann du, zweiter Platz im zweiten Sprintrennen. Dafür, hallo, dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, du bist ja von Position, lass mich nicht lügen, wo bist du gestartet? Genau, von Position 7, jetzt auf die 2 vorgefahren. Lange, lange Zeit auf dem ersten Platz vorne rumgefahren, mit 10 bis 12 Sekunden immer Vorsprung. Und dann in der letzten Runde, glaube ich, hat der Tim Wondra dich noch überholt. Was ist da genau passiert? Ja, wie so oft dieser Saison, würde ich mal. Ja, also es, ja. Gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen, was für dich irgendwie sehenswert oder ansprechbar ist? Okay. Schön, freut uns. So, dann würde ich sagen, Platz 1, Martin. Ja, auch von mir erstmal an Mario und erstmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Podiumsplatz diese Saison, wie ich meine eigentlich. Für euch war es ja bis jetzt auch relativ schwierig, da weit vorn mit dabei zu sein. Und ich finde es sehr, sehr schön, auch den AMG mal von euch vorn zu sehen. Toll gemacht. Und ja, kommen wir mal zum Tim. Wieder mal hier vorn auf Platz 1 in Liga F. Absolut eine Wahnsinnssaison. Hut ab davor. Also besser kann es eigentlich wirklich nicht laufen. Anfang des Rennens von ganz hinten innerhalb von kürzester Zeit 12 Plätze gut gemacht. Wahnsinns-Performance durchs Feld durchgefügt, jeden Fehler der anderen ausgenutzt. Und dann halt wirklich jetzt im Schlusssport noch den Mario eingeholt und überholt. Super Leistung. Erzähl mal deine Eindrücke vom Rennen. Ja, also es war, wie gesagt, Anfang etwas chaotisch. Wo man sich dann eingefahren hat, sage ich mal, ging es dann. Ich habe versucht, alles rauszuholen. Und ja, es hat im Endeffekt auch geklappt. Aber was ich noch sagen wollte, ich
ich glaube, der Tim Eichhorn war es im gelben Bentley. Da war ich außen, hat mich ein Stück rausgeschoben. Ich wollte dann zurück auf die Strecke. Dann hat mir das Spiel gesagt, ich soll abbremsen und ihn wieder vorbeilassen. Das wollte ich dann auch machen, aber irgendwie hat er sich dann hinter mir oder neben mir weggedreht. Ich habe es nicht richtig mitgekriegt. Also, falls ich dran schuld war, möchte ich mich auf jeden Fall entschuldigen. Das war keine Absicht. Also von unserer Optik her sah es aus, halt, als hättet ihr beide einen Pendler bekommen. Du hast ausgeglichen, er hat ausgeglichen, hat ihn aber nicht so richtig abgefangen. Ihr seid zusammengedonnert und dann hat er sich weggedreht. So Okay. sah es für uns aus, aber kannst du dir auch nochmal im Stream angucken. Wir waren live dabei. Aber Gut. sonst ja, lief wunderbar. Ja, definitiv, absolut. Ja, ich würde sagen, Saisonaufstieg ist, glaube ich, nichts mehr entgegenzusetzen. Ja, nochmal Glückwunsch auch von mir. Dann möchten wir, deswegen haben wir ihn noch eingeladen, nochmal auf den Sascha Nürburg zu sprechen kommen oder auch mit ihm sprechen. Für uns. Fahrer des Tages, also Absolut. mit Tim Wondra natürlich auch, weil ne, zweimal Sieg ist natürlich auch nicht zu beachten, aber von der Performance her Fahrer des Tages und auch Pechvogel des Tages heute, Sascha Nürburg, hallo. Hi. Ja, erzähl uns doch mal, was war da genau los? Ja, im ersten Rennen, ja, da ich ja ohne Traktionskontrolle gefahren bin, war ich im ersten Rennen gleich ein bisschen zu früh am Gas und habe mich dann weggedreht. Muss dann auch kurz drauf dann gleich in die Box in der ersten Runde, weil mir gleich mal der Spoiler gefehlt hat und ich hinten Schaden hatte. Ja, dann habe ich für den 16. auf den 7. Platz nochmal mich vorgekämpft. Ja, war dann dementsprechend halt das erste Rennen und das zweite Rennen war halt, ich war eigentlich vorne gut dabei. Dritter Platz die ganze Zeit und dann, ich weiß nicht, wer ich das war, oder irgendeiner von den Bentleys, hat dann irgendjemanden im Audi links weggedrückt und hat mir dann nochmal in die Bande reingeknallt. Ja. Und muss dann eigentlich dementsprechend halt, klar, die vom dritten auf den 10. Platz wieder halt zurückstecken und mit dem Schaden bin ich dann halt weitergefahren. Ja, und zum Schluss habe ich dann Bentley dann nochmal eingeholt. Der hat sich dann auch echt überall durchgedrückt, sage ich mal so. Also, und habe mich dann halt nochmal erwischt und bin halt nochmal abgeflogen dann und habe dann natürlich vorne irgendwas um die 55, 60 Schaden gehabt, 33 Aufhängungsschaden und so bin ich dann halt ins Ziel geeiert, ne? Das hat man gesehen, ja. Das war eher Ja, das war Fahrt halt, auf rohen Eiern, ja, auf jeden Fall. ja. Ja. Also ich glaube, bei dem einen Unfall waren, glaube ich, Lars Nake und Tim Eichhorn, glaube ich, mit verwickelt. Ja, wir haben schon, ja, ich will jetzt mal sagen, nicht gemutmaßt, aber ich glaube, da wird es dann einige Beschwerden hageln, denke ich mal. Aber das Auf bleibt jeden natürlich Fall. euch überlassen, was ihr da macht. Da dürfen wir natürlich nichts sagen und werden wir auch nicht. Ja, wir fanden es auf jeden Fall nur sehr, sehr schade, weil wir wirklich gedacht haben, dass du da jetzt echt im zweiten Rennen auf den ersten Platz fährst, weil das war echt krass, was du da abgefeiert hast. Du bist meistens immer so 2, 3 Sekunden pro Runde schneller gefahren als manch andere. Und ja, deswegen sehr, sehr schade für dich von uns aus gesehen, auf jeden Fall. Absolut. Ja. Ich weiß gar nicht, was bin ich denn hier gefahren? Also du bist grundsätzlich mindestens genauso schnell gefahren wie der Tim auf Platz 1 und stellenweise sogar noch 1 bis 2 Sekunden schneller. Ja, zweites Rennen war jetzt mit 1:45,9 dabei. Und ich glaube, das erste Rennen war auch irgendwas um den Dreh. Aber Genau. ich muss auch sagen, die Lobby war in der ersten, wie Tim schon gesagt hat, in dem ersten Rennen war das, war die Lobby einfach rutschiger, als ich bin da 53er Zeiten zum Teil gefahren. Also die bin ich vorher im Training nie gefahren. Auch im Quali. Normalerweise, sagt man ja auch eine knappe, über eine Sekunde langsamer im Quali. Ja, war halt ein bisschen komisch, ja, aber egal. Okay. So, dann würde ich sagen, wir überziehen das jetzt hier nicht noch länger als nötig. Alle Fahrer jetzt nochmal haben die Möglichkeit, natürlich noch jemanden zu grüßen. Wir fangen eins aus dem Sprintrennen, fangen an aus dem Sprintrennen 1. Drittplatzierter Nils Baukagel.
Möchtest du jemanden Ja, grüßen? dann, ja, ich grüße den Patrick, mein Bruder, alle, die zugeguckt haben. Und dann, wenn ich richtig Erinnerung habe und wir richtig gerechnet haben, sind wir nämlich als, stehen als Zweiter auch schon fest und sind damit auch aufgestiegen, wenn zwei aufsteigen. Absolut, definitiv. Also das kann man so unterschreiben. Ihr zwei seid da, also ihr zwei Teams seid da wirklich voll von dabei. Das ist ja T-Top irgendwie. sollte da auf keinen Fall mehr rankommen. Da möchte ich mich, wie gesagt, noch bei allen bedanken, die zugeguckt haben, die unterstützt haben. Und immer noch schön, dass so viele Leute mitfahren, obwohl die Saison fast zu Ende ist. Gut, dann würde ich sagen, Carsten Lauchs, zweitplatzierter Rennen 1. Ja, ich grüße auf jeden Fall alle Zuschauer. Danke an die Kommentatoren, dass ihr es wieder heute gemacht habt. Ja, Glückwünsche an SMK für den Aufstieg. Und Danke. ja, Tim, super Leistung. Nächstes Jahr bin ich eh schneller wie du, ne? Und ja, und auch war ein super faires Rennen. Hat Spaß gemacht heute. Gut. So, dann Tim Bonra, du darfst aus dem zweiten Rennen und aus dem ersten Rennen direkt Tschüss sagen und Ja, jemanden grüßen. wie immer, schöne Grüße ans DB Racing Team, an alle Zuschauer. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Dann noch der Felix Schmidt. Ja, ich grüße das AGP Sim Racing Team und freue mich, dass ich jetzt hier bei dem Ganzen dabei sein darf. Und natürlich Hut ab an euch, dass ihr das so geil macht. Und natürlich die Zuschauer, die uns kräftig unterstützen und uns angucken, wie wir die umdrehen. So, von den Fahrern zu guter Letzt Mario Di Santo. Ja, ich grüße auch erstmal meinen Bruder. Der hat ja ein bisschen arge Probleme heute gehabt. Ja, dann natürlich den Rest des Fahrer. Die Teams hier macht immer noch Spaß mit euch zu fahren. Kommentatoren und die Zuschauer natürlich. Ne? In der Hoffnung, dass ich öfter mal ein bisschen weiter oben mitmischen darf. Ja, das kannst nur du dafür sorgen, Ja, ne? Mit deinen eben, wollen wir mal Fahrleistungen. gucken, ne? Wollen wir mal gucken, was passiert. Gut. So, dann würde ich sagen, Martin, du darfst auch noch mal was sagen, natürlich. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für das geile oder für die zwei geilen Sprintrennen heute. Es war wirklich mega anzusehen. Auch viele Herzschreckmomente zwischendrin. Vor allen Dingen, wie gesagt, Sascha, tut mir wirklich wahnsinnig leid. Also so viel Scheiße in der Saison kann keiner erleben, wie der Kerl das geschafft hat bis jetzt. Ich hoffe, für dich wird es echt nächste Saison deutlich, deutlich besser nach oben gehen. Und ja, ich freue mich, euch alle auf der Rennstrecke wiederzusehen. Habt eine schöne Woche und bis in 14 Tagen. Gut. Alles klar. So, zu guter Letzt darf ich dann auch Tschüss. noch. Ciao. Zu guter Letzt darf Ciao, ich dann auch noch ciao. mal was sagen. Ja, ich freue mich natürlich auch noch mal heute kommentieren zu dürfen. Ja, war ein mega geiles Rennen. Ich grüße natürlich auch alle Zuschauer, die zugeschaut haben, auch die Fahrer noch mal und auch mein Team. Ja, dann wollte ich auch noch mal sagen, am Donnerstag geht es natürlich auch wieder los. Gleiche Uhrzeit, 19:40 Uhr, 19:50 Uhr ungefähr, mit der Liga E auf dem Hockenheimring. Und wir sehen uns bis dahin wieder. Macht es gut. Wenn ihr Informationen braucht, www.simsportracing.com. Bis dahin. Ciao.